Herzlich willkommen zu einem neuen Tech Talk, um genau zu sein beim fünften Tech Talk von Curso for You Tech. Ja, heute mit dem David mal wieder. Servus. Genau, und wir haben heute mal wieder nur zu zweit eine Folge. Das letzte Mal waren wir auch zu zweit, ja. Aber es war ja dieses riesen DSGVO-Thema. Und ich glaube, da wäre es nicht gut gewesen, wenn wir noch andere Redakteure mit dabei gehabt hätten. Das wäre wahrscheinlich noch mehr ausgeufert. Ja, ich glaube, dann hättet ihr uns endgültig aus der Abo-Box verbannt. Und ich sag mal so, Felix war da doch der richtige Experte für das ganze Thema. Heute geht es aber mal ein bisschen allgemeiner wieder um das Thema Technik. Es ist ja einiges passiert im letzten Monat und da wollen wir mal ein bisschen kurz über einige Themen reden. Also es sind diesmal wirklich sehr viele Themen, die wir aber nur kurz anschneiden können, weil es einfach sonst den Rahmen total sprengen würde. Ja, bevor wir da anfangen, möchte ich aber nochmal kurz auf das Thema vom letzten Tech Talk zurückkommen. Das gab ja regelmäßig oder reges Feedback von euch. Und teilweise bin ich auch auf Facebook sogar angeschrieben worden von Zuschauern. Und ich möchte einfach nochmal ein paar Sachen loswerden zu dem Format und auch allgemein, wie wir damit umgehen mit dem Tech Talk. Einmal natürlich ist mir klar oder ist uns von vornherein klar gewesen, dass die DSGVO nicht für jeden interessant ist und dass einige Zuschauer eigentlich den Kanal zu 100% nur wegen IT-Security abonniert haben, aber die DSGVO hat halt sehr viele Überschneidungen mit IT-Security und natürlich weiß ich auch, dass Felix das sehr juristisch erklärt hat, aber es ist halt auch sehr viel Juristisches dabei und ich habe das Ganze auch versucht ein bisschen einzudämmen, also wahrscheinlich, wenn ich ihn Freestyle hätte reden lassen, dann wäre die Folge wahrscheinlich 3 Stunden lang gewesen. Und wir hätten immer noch kein Wort über technische Errungenschaften geredet oder über Technik. Und deswegen sage ich mal, das Ganze war schon komprimiert. Und wo ich mich so ein bisschen immer frage, ist die ganze Geschichte, wenn ich dann Kommentare lese oder auch Nachrichten bekomme. Leute, habt ihr einen Knall? War wirklich die eine Nachricht. Ich gucke mir doch keine 2 Stunden oder 1,5 Stunden DSGVO-Gequatsche an. Ja, dann müsst ihr doch nicht. Ihr könnt doch auch auf den nächsten Tech Talk warten. Ihr könnt ein anderes Video angucken. Ihr könnt auf ein nächstes Tutorial warten. Ihr könnt der Beschreibung und auch im Artikel die Timecodes benutzen und dann einfach ganz bequem auf das andere Thema springen. Und wenn euch das nicht interessiert, dann skippt halt wieder oder schaltet das Video komplett ab. Wo ist denn da das Problem? Also ich habe ehrlich gesagt diese Kritik nicht so wirklich verstanden, weil wir haben das ausführlich gemacht, wir haben das eigentlich so gestaltet, dass jemand, der von der DSGVO betroffen ist und oh Wunder, es sind sehr, sehr viele vom kleinen Verein irgendwie um die Ecke bis hin, sag ich mal, zum mittelständischen und großen Unternehmen, dass solche kleinen Unternehmen und auch vielleicht Vereine dieses Video auch so ein bisschen als Kochrezept hernehmen können und können sagen, okay, was müssen wir denn jetzt noch machen und dass wir denen auch mal so ein bisschen Erfahrung mitgeben, wie das bei uns im Projekt lief und was wir alles gemacht haben. Und deswegen konnte ich diese Kritik jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil, wie gesagt, ihr könnt natürlich angucken, was ihr wollt und wie lang ihr es wollt. Und ihr könnt auch jederzeit die Themen springen. Dafür machen wir das ja mit den Timecodes. Also, keine Ahnung. Deswegen aber, wie gesagt, die Leute, die, falls jemand jetzt vielleicht zuschaut, fühlt euch da nicht angegriffen. Ich wollte es nur nochmal erwähnen, weil ich sag mal so, ich saß davor und ich war etwas überrascht über die Reaktionen von den Leuten. Und natürlich ist ein Tech Talk ziemlich lang, aber das ist bei Podcasts einfach normal. Und es gibt so viele Podcaster, die halt durchaus mal 3-4 Stunden Podcasts machen. Wir versuchen das ja trotzdem auf 1,5-2 Stunden zusammen zu dampfen. Vielleicht jetzt zukünftig sogar nur noch 1 Stunde. Und ihr könnt das ja wirklich ganz flexibel hören. Ihr müsst es ja nicht auf YouTube hören, ihr könnt es auf Spotify euch streamen. Ihr könnt es über Podcast-Apps hören. Ihr könnt es im Auto hören, im Zug, was weiß ich, beim Joggen, keine Ahnung. Ihr seid da völlig flexibel und das ist ja das Schöne bei einem Audio-Podcast, dass man das einfach so nebenbei machen kann. Und so war das ja eigentlich konzipiert, dass man sagt, okay, wir machen eine Sendung, die ihr einfach so nebenbei konsumieren könnt und werdet da ein bisschen unterhalten. Gut, bei den rechtlichen Themen vielleicht jetzt nicht so der richtige Ausdruck, naja, aber es gehört auch mal dazu.
Es ist einfach ein sehr trockenes Thema und ich bin mir sicher, dass es immer mal solche Themen geben wird. Das ist einfach so. Und durch dieses ganze IT-Security-Gedöns, sag ich mal, das ja auch immer mehr in Richtung rechtliche Aspekte geht, wird es nicht ausbleiben, dass es ab und an mal ein Thema gibt, wo halt wirklich solche Sachen mit dabei sind. Ja, wie gesagt, aber gut. Wir geben halt unser Bestes, aber man kann es halt nie allen recht machen. Und wie gesagt, solange mindestens halt ein paar Leute davon profitieren. Genau. Und wie gesagt, wenn es euch nicht interessiert, dann skippt das einfach. Das ist doch das Einfachste, genau, was es gibt. So, dann möchte ich noch, bevor wir dann wirklich mit dem Tech Talk richtig loslegen, einen kleinen Ausblick geben, weil wir haben ja so ein bisschen Probleme auch gehabt mit unserer Schnittsoftware. Also wer das vielleicht auf Instagram uns folgt, ich habe da in der Instagram-Story ein bisschen abgeraged über unsere Videoschnittlösung, weil, es war ja wirklich so, ich kann euch vielleicht kurz erzählen, wir haben ja gesagt, wir bringen den Tech Talk pünktlich raus, wir produzieren alles vor, ist alles ganz toll, wir sind zwar bei Rock im Park, aber wir produzieren einfach alles vor und dann ist das alles kein Thema und dann kriegt ihr pünktlich zum ersten, nee, oder wann, was war das? Auf jeden Fall zum ersten Montag, wie es ja so geplant war. Zum ersten Montag im Monat bekommt ihr dann eben den Tech Talk. Das Problem war allerdings, dass ich den Schnitt einen Tag, bevor ich hier abgereist bin zum Festival, machen wollte und habe gesagt, okay, ist ja cool, du hast alles soweit vorbereitet, jetzt kannst du in Ruhe Video schneiden und morgen fährst du dann nach Nürnberg zurück im Park. Ja, das Problem war allerdings dann, dass unsere Videoschnittsoftware unsere Vorlagen nicht mehr gefressen hat. Zuschauer und Abonnenten wissen ja, unsere Videos haben immer ein einheitliches Design, das heißt, wir haben eine Vorlage und da sind halt alle Sachen, alle Elemente drin und dann ist das alles, hat ein einheitliches Erscheinungsbild und man kann das eben super schneiden. Ja, wie gesagt, die Vorlage ging nicht mehr auf. Dann musste ich mit einer uralten Version von unserer Schnittlösung arbeiten, die ich dann in der virtuellen Maschine auf meinem MacBook betrieben habe unter Windows und habe damit dann den Tech Talk geschnitten. Mit dem Problem, dass halt manche Anzeigen nicht so toll waren, also wer die Videoversion gesehen hat, der hat vielleicht gemerkt, holla, da ist irgendwie das Bild nicht richtig skaliert und lauter so ein Quatsch. Weil das Ding halt eben saumäßig geruckelt hat und teilweise wirklich Videoschnitt Glückssache war bei der Folge. Also es war wirklich richtig nervig und zwischenzeitlich habe ich gedacht, mir fliegt das MacBook um die Ohren, so warm wie das geworden ist. So, jetzt könnte man ja meinen, ein Monat ist rum, das ganze Problem ist behoben. Ich habe den Support kontaktiert. Ich bin gerade noch am Überlegen, sage ich den Hersteller. Ich glaube, ich sag's jetzt einfach. Ja. Ihr habt es, glaube ich, schon mitgekriegt, dass wir mit Magix Pro X arbeiten. Ich bin halt da dazugekommen. Ich habe mit Magix früher mal angefangen, mit den ganz billigen Versionen, die man so für 30, 40 Euro gekriegt hat. Noch, ja. Deluxe, genau. Wann habe ich mein erstes Video geschnitten? Mit 2005, 2006, da habe ich damit gestartet. Und dann hat man irgendwann mal gesagt, okay, wir kennen uns damit aus bei Course of You, wir upgraden auf die Profi-Version. So, aber du hast eine Profi-Version, hast aber keinen Profi-Support. Jetzt bin ich seit einem Monat, wirklich seitdem das Problem bekannt ist, also seit Rock im Park praktisch, also Anfang Juni, drüber mit dem Support eine Lösung zu finden, dass unser Projekt wieder läuft, dass ich damit wieder arbeiten kann. Weil das Problem ist, es ging ja mit, bevor ein Update rauskam, ging das Ganze ja noch und jetzt mit dem neuen Update und das Update ist jetzt nicht eine neue Version, sondern einfach nur ein Update, wo Fehler behoben wurden, also Bugfixes, seitdem funktioniert diese scheiß Vorlage nicht mehr und der Support hält mich einfach für blöd. Also Support lässt mich das Ding 3-4 Mal deinstallieren, wieder installieren. Ich habe ihnen dann schon erklärt, dass es daran nicht liegen kann, weil ich es auch schon auf einem anderen PC geöffnet habe, in einer extra virtuellen Maschine geöffnet habe. Ja, und wie gesagt, es geht jetzt munter hin und her und ich bin ganz ehrlich, wir überlegen jetzt wirklich umzusteigen auf eine andere Videoschnittlösung und deswegen mal gucken, ich weiß noch nicht, wie ich jetzt diesen Tech Talk schneide, mal gucken, wie das dann wird, aber wenn ihr das dann seht, vielleicht kommt es auch ein bisschen später raus, das weiß ich natürlich nicht, dann wisst ihr jetzt, warum es später rauskam und wenn es pünktlich rauskam, dann habe ich irgendwie eine Möglichkeit gefunden, das ordentlich zu schneiden. Ja, und jetzt gibt es eben die Überlegung, wohin gehen wir da, vielleicht werde ich das dann auch in einem Podcast mal erzählen, dann habt ihr so ein bisschen Blick hinter die Kulissen und das ist auch der Grund, ich habe ja in der letzten Folge auch großfressig so ein bisschen angekündigt, dass es jetzt wieder Tutorials gibt, ja, die sind produziert, ja, ich habe das Footage auf der Platte, aber ich kann sie nicht schneiden. Scheiße. Und das ist das Problem. Aber ihr könnt mir glauben, wenn das Problem behoben ist, es gibt auch schon einen Zeitplan, der von meiner
Seite her auch realistisch ist. Das war bei Course of Rio immer so ein bisschen ein Problem. Wir haben uns Ziele gesetzt, konnten die nicht so wirklich einhalten. Jetzt habe ich für mich einen Zeitplan gefunden und auch einen Workflow, wo ich sage, damit sind wir in der Lage, wöchentlich ein Tutorial rauszuhauen oder halt ein Video-Tutorial, nicht unbedingt, aber ein Video. Und wie gesagt, das wird dann starten, wenn das mit der Schnittsoftware endlich geklärt ist. Und da sind wirklich sehr viele Leute involviert. Klar, Felix ist involviert, David habe ich auch gerade schon ein bisschen zugenölt damit. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und wahrscheinlich werden jetzt alle so schreiben, ja, nehmt doch Adobe, nehmt doch Final Cut und so weiter. Ehrlich gesagt geht auch die Denke so ein bisschen in die Richtung, aber es gibt auch noch so ein paar andere Lösungen. Müssen wir mal gucken, aber das ist jetzt erstmal so der Ausblick auf die nächsten Wochen. Einen Ausblick gebe ich jetzt auch noch auf das nächste Jahr. Nächstes Jahr haben wir 10 Jahre Course of You im Bereich Webvideo. Also wir haben vor 10 Jahren auf YouTube angefangen, allerdings mit einem anderen YouTube-Channel als mit dem Tech-Kanal, aber wir haben vor 10 Jahren angefangen. Und da habe ich mir so ein bisschen was überlegt. Wir wollen ein großes Projekt starten, wie es so oft ist. Du hast eine Idee, willst was Großes starten, denkst aber dann, du willst jetzt nicht gleich mit dem ganz großen Happen anfangen. Wenn das an die Wand fährt, hast du ein Problem. Und das ist genau der Punkt. Ich möchte auch noch nicht so genau ins Detail gehen, was wir vorhaben. Aber es wird ein bisschen was anderes sein. Es wird kein Tutorial sein, es wird auch kein Messebericht sein, es wird ein Real-Life-Format sein, aber halt eben mit Technikbezug, vorneweg schon mal, aber eben halt keine Messeberichterstattung oder sowas. Und das wird es nächstes Jahr eventuell geben und da sind wir gerade drüber, das so ein bisschen zu planen. Und die Idee war auch, dass man es dann noch ein bisschen größer macht, aber wir wollen erstmal nächstes Jahr so eine Generalprobe fahren und ich meine, so 10 Jahren Course of You, da kann man schon mal sowas machen und gucken wir mal. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir mal so ein bisschen mit den Themen. Klingt gut. Ein Thema hat mir besonders gut gefallen als Digitalisierungsmensch. Das war Google Pay. Das ist ja jetzt, ich glaube, gestern oder vorgestern erst bekannt geworden, dass Google das jetzt in Deutschland startet. Und das ist halt besonders interessant. Allerdings gibt es im Moment noch so ein bisschen Einschränkungen. Also Google Pay bedeutet, ich kann mit meinem Handy zum Beispiel mein Frühstück bezahlen in einem Laden, wenn der Laden das auch unterstützt. Und Mobile Payment ist ja in Deutschland immer so eine Geschichte. In den Städten ist es, denke ich, kein Problem. David, du kommst ja aus München. Ich glaube, bei euch geht es mittlerweile schon. Man kann schon. Also ich muss sagen, du kannst eigentlich. Also ich war erstaunt. Ich war jetzt im Kino am Abend und du kannst für 3 Euro dein Popcorn mit Karte, mit kontaktlos zahlen. Du kannst im. Sehr gut. Netto, im Lidl, im Aldi, um jeden Supermarkt, den es irgendwie gibt und kannst du das inzwischen. Das wird inzwischen auch mehr genutzt. Also gut, ein paar Verkäufer habe ich mitbekommen, also habe ich selber auch schon festgestellt, die wollen halt irgendwie noch, dass du die Karte reinsteckst und dann denkst du, okay, riesen Logo dran, NFC, manche ist vielleicht nicht so angekommen, aber im Großteil kannst du das meiste eigentlich schon so bezahlen, ja. Genau, und das ist halt eine coole Sache. Ich meine, bei mir hier auf dem Land, na gut, wenn du jetzt in so einem Supermarkt bist, natürlich klar, als Franchise-Unternehmen, die haben natürlich alle einheitliche Standards, da kannst du natürlich dann auch über NFC bezahlen, aber so jetzt in den klassischen Einzelhandelgeschäften, da wird es echt schwierig, da wird es auch, denke ich mal, in Coburg schon schwierig, in den Ketten, wie gesagt, denke ich mal, nicht so das Problem. Ja, und jetzt kommt Google Pay, Apple Pay ist ja in Deutschland noch kein Thema, wahrscheinlich, es wird es auch auf absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht geben, aber Google ist da jetzt vorgeprescht und die unterstützen, ich glaube, 2 Banken, oder David? Genau, die Number 26 unterstützen sie auf jeden Fall. Mhm, genau. Und jetzt muss ich dann doch mal spitz mal rein. Ich glaube, war die Sparda Bank? Nee, die Sparda Bank nicht, weil da bin ich und das funktioniert nicht, das ärgert mich nämlich. Ja, okay, ja gut. Wo ist es denn? Ich kann vielleicht noch erwähnen, dass das Startup Fidor oder das Fintech Fidor Bank, das ist ja so eine moderne, Startup-anmutende Bank, ein Bankdienstleister, die haben mittlerweile auch Mobile Pay gestartet und bei denen sind wir übrigens mit unserer Firma bei Course4U, also haben dort das Geschäftskonto und das ist eigentlich eine ganz schicke Geschichte, funktioniert so ein bisschen auch wie PayPal, du kannst über E-Mail-Adressen deinen Freunden Geld senden und so, das ging halt
damit waren die halt schon relativ schnell am Markt und die haben auch keine Berührungsängste mit Kryptowährungen, also mit Bitcoin und solche Geschichten. Und du kannst dann auch relativ unkompliziert, also deswegen auch gerade für Nerds und junge Leute interessant, du kannst relativ unkompliziert auch mal ein bisschen Geld investieren und ein bisschen mit Geld arbeiten. Natürlich im kleinen Stil, klar, kannst auch groß machen, wenn du willst, aber du kannst, es reicht auch im kleinen Stil, kannst du sagen, okay, ich lege da mal was in Gold zum Beispiel an und so. Das finde ich eigentlich ganz schick und das ist halt auch verständlich gemacht alles. Wenn ich das jetzt bei einer anderen Bank mache, bei einer großen Bank, da ist es halt schon sehr speziell. Da sag ich mal, das ist darauf ausgelegt, dass die Leute wissen, was sie machen. Sagen wir es mal so. Aber da kann man wirklich mit ein paar Mausklicks mal eben schnell was erledigen. Klar, da kann man auch wieder sagen, okay, das ist eigentlich nicht so toll, dass Leute, die keine Ahnung haben, da, was weiß ich, mit Sachen handeln und so. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht, weil man möchte vielleicht dann doch mal was ausprobieren, ein bisschen Erfahrung sammeln und dann ist sowas natürlich nicht schlecht. So, also ich habe es gerade rausgefunden. Und zwar haben sie angekündigt, einmal die Commerzbank, dann die Direktbank von der Commerzbank, das ist die Comdirect und die Bezahl-App Boon, sagt mir ehrlich gesagt nichts, muss ich sagen, und halt die Number 26, die ja inzwischen auch schon recht verbreitet ist. Genau, und die sind ja, also das ist ja auch ein Fintech-Unternehmen und die sind ja auch wie die Fidor in dem gleichen Bereich. Die haben übrigens auch kostenlose Geschäftskonten, also falls jemand so ein bisschen Geschäft am Laufen hat, kann ich da sagen, okay, guckt euch da mal um, vielleicht in die Richtung, weil Geschäftskonten, das ist aktuell sowas, da zocken einen die Banken wirklich ab, also das ist wirklich eine Geschichte, da habe ich einen richtig dicken Hals bekommen, wie ich mich damals informiert habe bei unserer Firmengründung und dann gehst du zur Sparkasse und kriegst dann solche Sachen um die Ohren gehauen, naja, für 20 Euro im Monat kannst du anfangen, so und für jede Transaktion wollen wir dann nochmal 55 Cent haben oder so oder auch eingehende Transaktionen und Überweisungen und überhaupt für jeden Scheiß wollen die Kohle haben und das ist natürlich für ein kleines Unternehmen, das am Anfang steht, das anfängt, das wachsen möchte, ist das natürlich richtig scheiße, ne? Aber die nehmen es halt von den Lebenden und das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, es gibt, das kann ich mal kurz erzählen, es gibt ja diese HBCI-Schnittstelle, oder heißt die doch, David? Ich weiß gar nicht genau. Schon, ja. Und das ist ja die elektronische Schnittstelle, die du für deine Buchhaltungssoftware verwendest, um Buchungen eben 1:1 in deine Software reinzubringen und auch Buchungen auszuführen. Das haben leider diese ganzen kostenlosen Girokonten für Unternehmen nicht. Problem ist aber nur bedingt vorhanden, weil du kannst sagen, okay, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, dann kann ich meinen Kontoauszug als CSV exportieren, importiere den als CSV wieder in meiner Buchungs- oder Buchhaltungssoftware und kann dann trotzdem damit arbeiten. Und es gibt aber auch mittlerweile Buchhaltungssoftware, also kann zum Beispiel unsere, die kann dann, ist ein Cloud-Software, die kann dann zum Beispiel über Web auf dein Konto einfach zugreifen, die loggt sich dann mehr oder weniger ein und zieht dieses CSV-Ding selber raus, ohne dass eben dieser Anbieter diese Schnittstelle haben muss. Und dann ist es auch wieder kein so großer Nachteil. Ich meine, wer 1:1 natürlich darauf angewiesen ist, dass es immer synchron ist und auch ohne manuellen Eingriff funktioniert, ist es natürlich blöd. Da muss man sich für so eine Bank entscheiden. Aber dann vergleicht bitte, weil da gibt es echt gravierende Unterschiede. Und wie gesagt, wer möchte denn 2,50 Euro für eine Überweisung bezahlen? Vor allem, du hast vielleicht kleine Artikel irgendwie für 10 Euro und dann hast du nochmal eine Bankgebühr von 2,50 Euro. Ja, das ist fernab von Realität. Also meiner Meinung nach, das ist einfach nur... Das musst du erstmal wieder reinkriegen. Ja, das ist einfach nur Wucher in dem Fall dann. Genau, und deswegen so ein kleiner Tipp von einem leidgeplagten Geschäftsführer einer kleinen Unternehmung. Um jetzt nochmal auf Google Pay zurückzukommen und Mobile Payment, wo wir ursprünglich waren. Wir hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen diskutiert. Ja, also ich meine, es ist zwar alles schön und gut mit diesem ganzen, ja, irgendwie Kreditkarten dann in digitaler Form im Handy, dann musst du noch nicht mehr die Karte mitnehmen. Aber Steffen und ich haben eben schon drüber gequatscht, also wenn man sich jetzt mal überlegt, Google weiß ja eh schon recht viel und dann irgendwie auch noch die Bezahldaten an Google weitergeben. Also wir als irgendwie ITler, die dann doch sehr viel oder sehr sicherheitsbedacht affin, denken, sehen wir es halt ein bisschen kritisch. Ich meine, ich bin prinzipiell jetzt nicht abgeneigt solchen Lösungen gegenüber, aber
Ja. Es ist halt wieder eine weitere Sache und ich bin der Meinung... Man muss halt wirklich abwägen. Genau, ich meine, Google ist wirklich ein Unternehmen, die haben wirklich was drauf. Ja. Man kann es nicht anders sagen. Die haben Know-how, die sind auch nicht schlecht. Das Problem ist halt einfach, dass die für meinen Geschmack mittlerweile einfach zu viel wissen. Ja, genau. Wenn man sich mal überlegt, du hast ein Android-Smartphone, die haben deinen Kalender, deine Kontaktdaten, YouTube, die wissen, wann du mit wem telefonierst, die wissen deine Interessen bei YouTube, dann wissen sie auch noch, wo du wann was einkaufst und das ist irgendwie auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Nee, also für meinen Geschmack haben die schon zu viel Daten, die sie auch irgendwie miteinander verbinden können und Big Data Analyse machen können. Und das ist ja eigentlich so der Punkt, wo eigentlich die DSGVO reinschießen sollte, aber halt trotzdem nicht macht oder kann, wie auch immer. Eben diese Geschichte, ich bin halt total auswertbar, berechenbar und ich habe alle Daten bei einem Anbieter. Und das ist sowas, das kann ich eigentlich als Pauschalaussage für euch, liebe Zuhörer, mal mitgeben. Das ist meine Taktik, die ich fahre. Ich verzichte nicht auf diese Dienste. Ich bin auch einer, der sehr vielen geilen neuen Scheiß ausprobiert, um es mal wirklich so zu sagen. Aber ich verteile meine Daten. Ich versuche, meine Daten auf mehrere Anbieter zu verteilen und die Anbieter nach Möglichkeit nicht so miteinander zu vernetzen, dass wenn es bei einem einen Data Breach gibt, dass das dann alles irgendwie verbindbar ist und Rückschlüsse auf meine Person zulässt. Ist natürlich sehr schwierig. Man muss sich damit beschäftigen, mit diesen Anbietern. Aber es geht. Und was wäre zum Beispiel jetzt bei Google Pay die Lösung? Naja, wäre eigentlich eine App von allen deutschen Banken, die sich irgendwie zusammenschließen. Klar, das ist so ein bisschen, ja, will man nicht als Bank. Ja, genau. Wahrscheinlich ist ein bisschen schwierig, aber es wäre mal ein Anfang. Oder zumindest, dass sich eben viele große Banken irgendwie zusammenschließen oder und dann die kleinen zusammen eine App machen, wie auch immer. Ist mir als Konsument eigentlich scheißegal. Ich will eine komfortable Mobile-Payment-App haben, die mit meinem Konto funktioniert. Ich meine, von der VR gibt es ja da auch schon Ansätze mit so einer virtuellen Girocard, die dann auch über NFC abrufbar ist. Coole Idee, aber da wäre es halt auch cool, wenn man da einen Standard irgendwie hätte. Und bitte nicht von Google, auch bitte nicht von Apple und Microsoft, tut euch das bitte halt auch nicht Firmen, an, falls die ihr schon, da Ideen habt. Ja, das ist halt so ein Ding. Hat so einen Fadenbeigeschmack irgendwie, ich weiß nicht. Genau, also ich könnte das nicht guten Gewissens verwenden. Genau, und wenn man halt auch weiß, wie Google Geld verdient, nämlich mit Daten, dann ist es vielleicht doch nicht so gut, damit auch noch zu bezahlen. Ich meine, da würde ich dann vielleicht noch eher, auch wenn viele mich wahrscheinlich jetzt teeren und federn würden am liebsten, da würde ich noch lieber mit einem Microsoft-Dienst bezahlen, ehrlich gesagt, als dass ich mit einem Google oder Apple Pay bezahle. Aber das ist einfach so eine, naja, man weiß halt mittlerweile, wie diese Unternehmen an Geld kommen und bei Microsoft ist halt eben, klar, das Business-Geschäft ist halt sehr groß, Cloud-Geschäft boomt auch oder geht auch ganz gut und da kommt das Geld rein und das Geld kommt nicht über Werbeanzeigen und Big Data Analysen und solche Geschichten rein und deswegen weiß ich nicht. Mal. Aber wir gucken mal, wird bestimmt mal wieder ein Update geben zwecks Mobile Payment hier Fall, auf dem Channel. Das ist ein hochinteressantes Thema auf jeden Fall. Das ist ja auch zukunftsträchtig, brauchen wir nicht reden. Ja, ich bin sowieso so ein Typ, ich sag mal so, ich würde ganz gern öfters mit Mobile Payment bezahlen, weil wenn ich mir irgendwo, was weiß ich, eine Packung Kaugummi kaufe und dann zahle ich mit einem 10-Euro-Schein, dann habe ich die ganzen Münzen wieder im Geldbeutel, das nervt mich einfach. Münzgeld ist, also mich nervt das einfach, das ist so ein Komfortthema wieder, wenn du dann so einen riesen Batzen Münzgeld in der Hosentasche hast, das ist auch saunervig, bläht den Geldbeutel auf und im Endeffekt hast du trotzdem kein Guthaben drin und wenn ich dann einfach über NFC bezahlt, dann ist es eine feine Sache. Klar, in Deutschland muss man auch wirklich sagen, ist ein sehr konservatives Land. Viele finden Bargeld geil, muss man wirklich mal so sagen. Die wollen Bargeld haben. Viele haben richtig Angst davor, dass eben die böse Politik und die Banken, die wollen ja gar kein Bargeld mehr. Ja, warum wollen sie es nicht? Weil halt ein riesen Aufwand auch dahinter steckt. Überleg mal die ganze Logistik mit den ganzen Geldautomaten. Was allein so ein Teil kostet, muss man sich mal überlegen. Ich meine, ich komme ja aus der Branche, also arbeite im IT-Bereich auch da. Und ich meine, so ein Bankautomat kannst du wie so ein Auto zusammenstellen. Und wir reden da halt im fünfstelligen Bereich, wo es dann losgeht mit irgendwie, ich sag mal, 20.000 aufwärts für den Standard-Bankautomat. Der muss betrieben werden, befüllt werden, gewartet werden.
Die Software muss geschrieben werden. Da sind auch mechanische Teile drin, genau. Die können auch kaputt gehen und so weiter. Also ein Riesenaufwand, also dieses Riesen, hast du vielleicht mal so eine Zahl, weißt du, wie viele Bankautomaten gibt es in Deutschland oder irgendwie sowas? Weißt du wahrscheinlich jetzt nicht aus dem Kopf. 80.000, glaube ich. Okay, ja, da sieht man mal, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Und die Teile, wie du schon gesagt hast, die haben halt immense Kosten. Nicht zu verachten, da habe ich es erst mit einem Kollegen drüber gehabt, wenn man mal so überlegt, allein schon dieses Thema, wir hatten es bei uns jetzt, ging es um den Stadtbus, um konkret zu sein, und dass da eben mit Bargeld bei uns bezahlt werden kann. In manchen Städten ist es ja gar nicht mehr möglich, dass du im Bus selber ein Ticket lösen kannst. Bei uns hier in Coburg ist es noch möglich. Und da muss man sich allein schon mal überlegen, du hast ja auch wieder das Bargeld, was der Busfahrer dabei hat. Und wer viel Geld dabei hat, hat immer die Gefahr, dass er eine mal auf die Rübe kriegt und dass jemand das Geld mitnehmen möchte. Und diese Gefahr ist halt eben bei diesen ganzen Mobile-Payment-Geschichten gar nicht mehr gegeben. Also so ein Laden, den raubt keiner mehr aus. Mhm. Natürlich haben wir dann wieder eine Verlagerung in den Cybercrime, aber da muss man sowieso was machen. Der Cybercrime, der ist so oder so da. Der muss sowieso bekämpft werden. Das sehen wir ja dann auch wieder bei unserer Rubrik Security Fails aus dem Monat Juni, dass da wieder richtig viel passiert ist. Und da muss sowieso was gemacht werden. Und gerade in der Bankenbranche ist halt wirklich Cyber Security ist wirklich ein Riesenthema und da wird auch sehr viel gemacht. Auf jeden Fall, Und deswegen, sag mal, bin ich dem Ganzen trotzdem nicht so skeptisch gegenüber. Aber ich, wie gesagt, ich bin auch niemand, der viel von Verschwörungstheorien hält und so weiter, der sehr viel auf Fakten beruhen lässt und so weiter. Deswegen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen anderer Mensch, aber es gibt halt Leute, die sind dafür empfänglich, die haben halt Bedenken. Und es ist ja auch nicht alles wirklich super und alles High-Detail. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sowas zu missbrauchen. Aber da muss ich ehrlich sagen, das ist wie mit der Cloud. Die Vorteile überwiegen halt einfach mittlerweile. Und wenn wir da auch wieder sagen in Deutschland, hey, wir warten mal ab, was die anderen so machen und wir gucken mal, dann haben wir wieder das gleiche Problem wie mit Cloud Computing, wie mit anderen Bereichen, dass wir einfach dann immer nur hinterherhecheln und hoffen, dass wir irgendwann mal an diese Standards rankommen. Die Skandinavier, die haben uns jetzt schon überholt. Da kannst du irgendwo am Nordkap, kannst du auf einer Hütte, kannst du in einem Café mit EC-Karte bezahlen oder NFC. Sei mal bei uns, versucht es mal irgendwo im Alpenurlaub. Ja. Irgendwo genau. Auf einer Hütte mit einer EC-Karte. Oder im Norden oben, also nichts gegen Norden, aber oben irgendwo, keine Ahnung, Rügen oder so, das ist dann nicht so verbreitet. Oder hier ist das Schleswig-Holstein alles da oben. Ja, da, genau. Und das ist halt wirklich so ein Ding, wo ich mir denke, okay, da sind die uns noch sehr viel voraus. Und auch diese ganze, da wird es auch nochmal eine Folge geben, das weiß ich jetzt schon, Share Economy, dass du halt sagst, okay, irgendwie Carsharing oder allgemein, da gibt es ja mittlerweile so viele Sachen, wo du einfach Sachen gemeinschaftlich benutzen kannst und teilen kannst miteinander. Und da sind die auch viel, viel weiter als eben in Deutschland. Ja. Also da wehren sich noch viele Leute. In Deutschland hast du auch noch so die Mentalität, jeder möchte das Zeug selber besitzen. Ja, genau, es ist ein Eigentum, es ist meins. Irgendwie gerade auch beim Auto ist ja ein heikles Thema bei den Deutschen. Wobei ich das eigentlich ganz cool finde und ich kann viele Leute und ich kenne auch wirklich viele, natürlich dich auch, die in der Stadt leben und wirklich sagen, okay, eigenes Auto, nee, eher nicht so, aber Carsharing auf jeden Fall benutze ich das und weil ganz ehrlich, in der Großstadt mit den Parkplätzen und so, das ist halt auch wieder so ein Thema, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt ein Auto über Carsharing mir beziehe, dann habe ich dieses Problem nicht, dass ich jeden Tag mit dem Parkplatz handeln muss. Ja. Gut, aber ich denke mal so im Groben haben wir jetzt so ein bisschen mal was über Mobile Payment und Google Pay verloren. Wir müssen halt einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich will nur noch kurz meine Zahl von vorhin revidieren. Es sind 58.000 Geldautomaten Stand 2016 in Deutschland gewesen, also knapp vorbei. Okay, genau. Es ging ja, glaube ich, auch runter. Ich weiß nicht, ich glaube, Geldautomaten werden auch abgebaut, die Telefonzellen. Ja, die Banken, es fusionieren wahnsinnig viele Banken, gerade auf den Dörfern, weil heutzutage den vielen Kunden nicht mehr so wichtig ist, persönlich mit einem Bankberater das Gespräch zu suchen. Dementsprechend fusionieren viele kleinere Banken. Es waren, glaube ich, ein paar hundert Fusionen jetzt seit den letzten, also jedes Jahr fast um die 80 bis 100 Fusionen von so Banken. Dementsprechend sinkt natürlich auch dann die Anzahl der Banken und auch die Geldautomaten.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, zum Thema persönliche Beratung, ich brauche das auch nicht. Ganz ehrlich, ich habe keine komplizierten Anlagestrategien oder sonst was, weil kein Geld zum Anlegen da ist. Das ist das eine Problem. Ja. Aber das andere ist halt auch, für meine ganz normalen Sachen, da brauche ich keinen Berater. Die Leute, die Berater brauchen, das ist dann eher so meine Oma zum Beispiel, die halt dann wirklich mal Hilfe bei einer Überweisung braucht oder keine Ahnung. Aber ich mache alles online und auch wenn meine Beraterin, die nervt mich wirklich, die möchte gerne mit mir ständig irgendwie sprechen und sie möchte mir irgendwelche neuen Produkte verkaufen und ja, lassen Sie uns doch nochmal reden, Sie waren doch zuletzt vor 5 Jahren bei uns. Ja, ich war zuletzt vor 5 Jahren, weil es nichts Neues gibt für mich. Mein Konto funktioniert, das Geld kommt rein, das Geld geht wieder raus, alles super, das Online-Banking funktioniert noch, das ist zwar nicht das Schönste, aber es geht und dann ist für mich die Sache erledigt und das ist ja halt so ein Punkt, naja, das müssen die Banken auch mittlerweile anerkennen. In Zeiten von Online-Banking, wo das wirklich sehr, sehr viele benutzen, da ist es halt einfach nicht mehr wichtig, mit einem Bankberater zu sprechen. Das ist halt einfach so. Vielleicht bei einem Kredit noch oder so, aber für sein ganz normales, wollte ich sagen, Daily Business, für sein ganz normales Bezahl-Geld-Transaktionsgeschäft, was man so als Privatmann hat, braucht man keinen Bankberater. Aber gut. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema doch ganz gut abgedeckt. Genau. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung in die Kommentare packen. Interessiert uns natürlich, benutzt ihr Mobile Payment oder habt ihr überhaupt noch nichts damit zu tun gehabt? Würde mich mal interessieren. Oder absolut, ja. Gesagt. Oder ist bei euch noch nur Bares, Wahres? Gibt's ja auch. Genau, ja, vielleicht auch legitim. Vielleicht, wenn ihr auch dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenübersteht, würde mich natürlich mal brennend interessieren, was für Argumente ihr da habt. Und da können wir auch gerne ein bisschen diskutieren, weil das ist immer sehr interessant. Vielleicht gibt es ja wirklich Punkte, wo ich sage, oha, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht oder das habe ich dann vielleicht doch ein bisschen zu blauäugig gesehen. Wunderbar. Gut, gehen wir mal zum nächsten Thema. Genau. Das hast du ja dir so ein bisschen angeguckt. Ja, und zwar geht es um YouTube Premium. Haben vielleicht die ein oder anderen mitbekommen, dass YouTube ja jetzt irgendwie so ein eigenes Programm, Premium, ja, was ist das? Im Prinzip YouTube Premium und YouTube Music haben sie gestartet. Das Ganze ist im Prinzip eine bezahlte Version von YouTube. Die Idee dahinter ist, man hat keine Werbung mehr. Ich meine, gut, die Werbung bei YouTube, also mich kotzt sie sowieso immer an, aber man muss ja, die Leute müssen auch irgendwie ihr Geld verdienen. Die paar Cent ja, müssen genau, ja auch irgendwie reinkommen, zumindest bei Kurs genau. Of Use sind es nur Centbetrag. Genau, also zum einen hat man keine Werbeanzeigen mehr, dann zum anderen ein Feature, was ich eigentlich ganz cool finde, du kannst Videos runterladen in der YouTube-App und somit auch unterwegs dann anschauen. Lustigerweise, das Ganze hat eine Zeit lang, also ich weiß nicht genau, woran es lag, aber bei mir hat es eine Zeit lang funktioniert. Ich war zu der Zeit im Urlaub. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze vielleicht landestechnisch da freigeschaltet war und hier nicht. Oder hast du die Testversion genutzt? Oder das, weil ich glaube, du kannst ja 30 genau. Tage kostenlos oder sowas, nutzen, kann auch sein. Irgendwie. Auf jeden Fall, runterladen der Videos ist ganz cool, auch in verschiedenen Qualitäten und so weiter. Dann, was ich mir eigentlich schon lange wünsche, dass man YouTube-Videos oder auch generell YouTube, ja doch, Videos auch im Hintergrund abspielen kann, ohne dass die App offen ist oder der Bildschirm auch gesperrt ist. Musik oder Podcast. Genau, und da hakt halt auch dann YouTube Music ein, eben, dass man die Musik auch mit gesperrtem Display mobil und auf dem Desktop nutzen kann. Ah. Und was auch noch dazu kommt, sind halt YouTube Originals, also bestimmte Filme oder Originalserien, die sie halt anbieten. YouTube Kids gibt's noch, werbefreie Inhalte, die kindgerecht sind. Gaming, ich vermute mal, dass sie da so ein bisschen Richtung Twitch irgendwie gehen wollen. Genau, und Twitch Premium Geschichten genau, dann auch. Genau, und wie gesagt, YouTube Music ist angelehnt so an Spotify, also keine Werbung, Musik herunterladen, offline hören, Hintergrundwiedergabe. Ja, und das Ganze, wie gesagt, kostet natürlich was. Also du hast kostenlos die Möglichkeit zu testen 3 Monate. Danach kostet es 11,99 im Monat. Oder im Familienabo kann man es auch nutzen. Das sind dann bis zu 6 Familienmitglieder. Da kostet das Ganze dann 17,99 im Monat. Genau. Das ist halt die Frage, ob sich sowas lohnt. Also ja, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht. Ich sehe da jetzt nicht einen nochmal. Also ich weiß nicht. Es gibt Amazon Prime. Es gibt Netflix. Es gibt, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Spotify. Jetzt kommt YouTube und ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie wir vorhin mit Banken gesprochen haben, so ja, ein bisschen den Zug verpasst. Jetzt versuchen wir irgendwie hier noch mit einem Premium-Modell Geld zu verdienen.
Und pass auf, der Knaller kommt ja jetzt noch. Jetzt kommt noch RTL und ProSieben, die jetzt auch irgendwie so eine schöne Plattform aus dem Boden heben wollen. Also, wenn man sich mal, die Eltern werden sich noch erinnern, die älteren Zuschauer, an Clipfish und MyVideo. Oh, ja. Das ist ja auch gefloppt bis zum geht nicht mehr. Voll in die Hose. Die wollen jetzt auch irgendwie eine Plattform gründen, die eben gegen Amazon Prime Video und gegen Netflix angeht. Sind sie ein bisschen spät dran, meiner Meinung nach. Sind sie echt spät dran und vor allem, ganz ehrlich, den Content von RTL, den muss ich jetzt nicht unbedingt noch auf einer komfortable Streaming-Plattform irgendwie abrufen können, am besten noch offline irgendwie sehen. Nee. Aber gut, das kann natürlich jeder sehen, wie er möchte. Aber für Leute, ich meine, da sind wir beide ja auch gleich, sagen wir mal, die kaum noch lineares Fernsehen gucken, ist das natürlich total uninteressant. Ja, sowieso, aber das stimmt. Mal gucken. Das Versprechen war ja auch, sie wollen dann ja auch sowas wie die Originals eben von Netflix oder Amazon oder eben auch von YouTube jetzt. Sowas wollen die natürlich auch liefern. Warten wir es mal ab. Vielleicht kommt ja wirklich irgendeine Serie, wo man sagen, also ich meine, RTL, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein, ich wollte schon fast sagen, Drecksladen, ist ein sehr spezieller Laden, muss man ja sagen, die haben aber manchmal auch Serien dabei, muss man wirklich sagen, die wirklich gut produziert sind. Ich rede jetzt nicht von Alarm für Cobra 11, Gottes Willen, aber die haben schon manchmal so ein paar exklusive Serien rausgehauen, die wirklich gut produziert waren, aber halt dann teilweise entweder abgesetzt wurden oder halt dann irgendwie so versendet worden sind, dass es eben kaum jemand mitgekriegt hat. Deswegen vielleicht trotzdem interessant, weil da ist vielleicht trotzdem Potenzial und ich könnte mir vorstellen, dass bei RTL auch Leute arbeiten, die gerne da einen anderen Stil reinbringen würden, aber eben die Geschäftsleitung oder eben die Programmchefs, die sehen es halt anders, weil mit ja, guten, seriösen Content kann man halt schlecht Geld verdienen, ist halt einfach der Punkt. Ja, genau. Gut. Ja, was mir noch gerade einfällt, ganz kurz zum Einhaken, was ich ein bisschen die Krux an der Sache noch finde, ist, hab's gerade noch gelesen, du kannst die Sachen runterladen, Videos und Musik, was ich bei Musik aber ziemlich nervig finde, steht dabei, bis zu 30 Tage offline ansehen oder anzuhören, also du musst quasi dich regelmäßig im Internet verbinden. Gut, das ist jetzt eigentlich in der heutigen Zeit kein Problem, aber ich weiß nicht. So ein bisschen wie Office 365. Ja, also ich finde es halt ein bisschen so dieses, ja, du bist halt dann doch gezwungen, nochmal reinzuschauen. Ich weiß es nicht. Also ist es bei Spotify anders? Also ich weiß jetzt nicht, dass du bei Spotify gezwungen wirst, alle 30 Tage zu verbinden. Stimmt, aber da steht ja dann auch nichts. Eben, deswegen. Also ich finde das halt ein bisschen so einen komischen Beigeschmack. Und ich persönlich, für mich ist es ehrlich gesagt keine Option, weil, mal, wenn ich die Videos schauen will, schaue ich es halt inzwischen. Ja, daheim. Also ich habe einen Kommentar gelesen, da hat jemand geschrieben, warum soll ich so viel Geld für einen für einen YouTube-to-MP3-Konverter bezahlen? Ja, genau. Das ist halt eben der Punkt, ne? Ich meine, der Mehrwert ist jetzt nicht so ganz klar und ich bin ganz ehrlich, ich ziehe da sowieso Spotify vor. Erstens mal ist die Auswahl da auch ein bisschen größer und zum anderen die Tonqualität ist halt auch besser und ich habe halt aktuell, ich meine, es wird sich vielleicht noch ändern, wenn sich der Dienst durchsetzt, aber ich habe aktuell meine ganzen Schnittstellen. Ob ich das jetzt auf dem Amazon Echo hören will oder ob ich das jetzt hier auf meinem Smartphone hören möchte oder auf der Anlage, auf dem Fernseher, auf dem Smart TV, scheißegal, im Auto, überall gibt es eben die Schnittstelle zu Spotify oder auch zu Deezer oder eben auch zu Apple Music. Warum soll ich dann um Himmels Willen eben dieses YouTube-Gedöns da nutzen? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht reden wir in 5 Jahren dann nur noch von YouTube Music. Mal gucken. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum YouTube da jetzt in dieses Business mit eingestiegen sind. Hatte Google nicht auch irgendwie Google Music auch am Start? Google gibt's ja auch Play was. Music heißt das. Das einzig Coole daran finde ich, dass man seine eigene Musik hochladen kann, aber das haben sie inzwischen, glaube ich, auch ganz schön beschnitten, wenn ich mich nicht da vertue. Ich glaube, da gab es auch irgendwelche komischen Vorgaben, deswegen habe ich es dann damals auch nicht mehr genutzt. Aber das fehlt mir zum Beispiel bei Spotify. Ja. Also ich habe teilweise wirklich Bands, die sind halt, die kennt halt noch keiner oder kennt halt wirklich keiner. Und da habe ich aber wirklich CDs hier liegen und MP3s. Mhm. Und wer mich kennt, der weiß, ich sammle halt auch CDs und Alben. Und da würde ich gerne diese Files einfach mit reinladen und würde die dann gerne mit streamen. Die haben wahrscheinlich 0,0 Rechte
irgendwie mit Spotify abgeklärt und so weiter und so fort, aber die kann ich halt eben da nicht hören. Das ist halt ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite gibt es halt auch Künstler, die halt kaum bekannt sind, aber die habe ich trotzdem auf Spotify. Ja, okay. Finde ich auch krass. Gut, ich meine, wir sind jetzt auch sehr klein, wir sind auch auf Spotify, aber trotzdem, es gibt halt trotzdem einige Künstler, die eben nicht auf Spotify sind, aus rechtlichen Gründen oder weil sie es nicht wollen oder whatever, aber da wäre es halt cool, wenn man jetzt als Nutzer, sag ich mal, danach helfen könnte und könnte sich das dann irgendwie in den Cloud-Speicher ja, von Spotify laden. Das stimmt. Feature-Vorschlag. So, haben wir das Thema auch geklärt. Ich absolut, glaube, ja. dazu gibt es auch nicht mehr zu sagen. Nee. Vielleicht, wenn ihr deswegen euch, also wegen uns, sowas holen wollt, macht es nicht. Hört unseren Podcast einfach auf Spotify, dann könnt ihr das auch im Hintergrund öffnen oder über eine andere Podcast-App und fertig aus. Dann braucht ihr kein YouTube-Premium wegen uns. Und von mir aus könnt ihr auch Adblocker benutzen. Ja, ich meine, ihr müsst selber wissen, ob ihr YouTuber über Werbung unterstützen wollt oder nicht. Ich meine, es ist klar, dass wir uns nicht hauptsächlich durch Werbung tragen können. Das ist ja wohl logisch. Gut, wir sprechen mal ein bisschen über Security Fails. Oh ja. Da gab es auch wieder einige. Und, oh Gott. Ja, es ist ein leidiges Thema. Es ist einfach Wahnsinn, wenn man so, gerade wie wir da viel drin ist, wie viel da passiert. Und teilweise kann man sich einfach nur an den Kopf greifen und fragt sich, wie kann das passieren? Genau. Und es ist auch sehr oft, das wird man auch wieder merken jetzt bei den Security Fails, es ist eigentlich fast immer das Gleiche. Es sind immer die gleichen Angriffsmechanismen, es sind immer die gleichen Tricks, wie Leute eben versuchen, unschuldige Bürger oder Unternehmen um ihr Geld zu bringen. Und jetzt aktuell ist wieder eine riesen Spam-Welle im Umlauf und ich habe es auch gemerkt bei unseren Unternehmen, die wir so betreuen, als ITler, dass da auch einiges reingekommen ist. Also, dass da wirklich wieder versucht wird, über die gleichen Maschen wie schon immer, ja, wie zum Beispiel Lastschrift konnte nicht vorgenommen werden oder ihr angegebenes Konto ist nicht ausreichend gedeckt. Oder sie haben eine Mahnung von PayPal, auch gerade genau, wieder sehr aktuell. Richtig, mit einem Link drin auf einen gehackten Webserver. Also das waren durchgehend wieder Links, also die Mails, die ich vor der Nase hatte, das waren durchgehend wieder Mails, eben die auf Webserver gelinkt haben, die eben gehackt wurden. Also Unternehmenswebseiten, die wirklich nicht abgesichert waren, wo einfach die Angreifer dann da ihre Payload hinterlegt haben und die wird dann eben runtergeladen. Natürlich auch zum größten Teil wieder ZIP-Dateien oder RAR-Dateien. Was ich krass fand und das ist wirklich eine Geschichte, die finde ich sehr spannend, erst erlebt in einem Unternehmen, da wollte ein Administrator für das Ticketsystem ein Datenbankschema runterladen, weil es darum ging, ja, wie ist denn die Datenbank aufgebaut von diesem Ticketsystem, das ist ein Open-Source-Ticketsystem und er wollte es einfach wissen, weil er dafür eine Schnittstelle programmieren wollte. So, und der kam dann zu mir und hat gesagt, Mensch, Steffen, guck dir das mal an, der Virenscanner hat angeschlagen, irgendwie seltsam. Und dann haben wir uns diese Malware mal angeguckt und das war wirklich darauf ausgelegt, auf Social Engineering. Das heißt also, man hat versucht, Admins zu bekommen, die eben dieses Ticketsystem benutzen und hat dann versucht, eben über dieses Ticketsystem Informationen vom Unternehmen abzugreifen. Krass. Und wenn ein Unternehmen so ein Ticketsystem benutzt, wie diese Software, die der da benutzt hat, dann hat das Unternehmen da wirklich sehr viele Informationen drin. Also es war ein Trojaner, der eben sich an dieses Ticketsystem rangeheftet hat, war eine Excel-Datei. Ich meine, normalerweise so ein Datenbankschema hast du nicht in der Excel-Datei. Mhm. Aber wenn man das geöffnet hätte, dann hätten die den ganzen Server abgegriffen und die Daten dann eben weggeschickt. Und das ist halt eine Geschichte, die ist wirklich äußerst kritisch. Deswegen sollte man als Unternehmen auf jeden Fall darauf achten, dass man seine Mitarbeiter sensibilisiert und natürlich auch technische Maßnahmen ergreift. Dazu haben wir ein extra Video gemacht. Ich verlinke das mal in Artikel. Also falls du Admin bist und guckst hier oder hörst unseren Podcast und dich interessiert das Ganze, wie du dein Unternehmen schützen kannst, auch mit wenig finanziellen Mitteln, dann guck dir einfach mal das Video an, das ich dazu gedreht habe. Das ist wirklich ein Vortrag von einer halben, dreiviertel Stunde mit konkreten Maßnahmen, die man ergreifen kann.
Und wie gesagt, kurzum, warum ist das so kritisch mit diesem Datenbankschema? Naja, weil große Unternehmen haben so viele Informationen drin. Das fängt einmal an von der Hierarchie. Ich habe vielleicht Genehmigungsprozesse in dem Ticketsystem. Das heißt also, ein Angreifer wüsste genau, aha, die Frau Müller, das ist die Abteilungsleiterin für das Finanzwesen und so. Und diese Informationen kann ich dann wiederum verwenden, um gezielte Phishing-Attacken zu schnüren, also E-Mails, gegen Mitarbeiter, die täuschend echt aussehen, wo ich dann eben original Kontaktdaten von Mitarbeitern, die wirklich existieren und vielleicht Führungskräften sogar, die existieren, reinpacken kann, um eben Vertraulichkeit zu suggerieren oder eben halt auch so eine gewisse interne, ja, so ein internes Corporate Design oder irgendwie sowas nachahmen kann. Und deswegen fand ich diese Malware sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist aber was Außergewöhnliches. Also sowas hast du eher selten, dass wirklich so gezielt auf solche Systeme eben abgezielt wird. Ist ja ein wahnsinniger Aufwand erstmal. Ich meine, die meisten Sachen, die ja so verschickt werden, sind ja so, ich sage schon fast Baukastensysteme. Ja, genau, was eigentlich ist es auch. Alles fertig ist, das lädt sich einer irgendwo im Dark Web runter und knallt halt einfach irgendwie in einen Verteiler rein, so ungefähr. Genau, auch als Dienstleistung mittlerweile zu haben, so Malware-Programmierung und solche Geschichten. Ist ja recht Common Sense geworden, ja. Genau, und das ist einfach so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, Respekt, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Malware wirklich sehr viel Kohle bringt oder wenn man in solche Unternehmen, wo man eben schon das komplette Ticketsystem abgegriffen hat, wenn man dann eben da eine Ransomware losschickt, wenn man auch genau weiß, was das Unternehmen für einen Wert hat, dann könnte das echt lukrativ werden. Absolut, ja. Aber das nur mal am Rande, das war so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Allgemein, wie gesagt, gehen eben diese Banking-Geschichten wieder los und auch Lastschrift und bla bla bla, Girokonto gesperrt. Sie haben Rechnungen nicht bezahlt und das Ganze als ZIP-Datei. Und das sind dann natürlich auch ganz gerne der Ransomware-Trojaner drin, die eben die Festplatte verschlüsseln und dann Geld erpressen. Sind allerdings meistens, und da sind wir wieder beim Punkt, das was du erwähnt hast vorhin schon, sind alles irgendwie so abgekupferte Versionen von schon bekannten Trojanern. Da ist auch der Petya wieder dabei, da sind so ein paar WannaCry-Geschichten wieder, die halt eben modifiziert wurden. Und das spricht halt alles wieder dafür, dass die eben aus einem Exploit-Kit oder irgendwie sowas entstanden sind und dann einfach neu generiert werden, dann werden die rausgeschickt, dann wartet man, bis die AV-Hersteller das erkennen und dann wird wieder was Neues generiert und das dann wieder rausgeschickt und da sieht man schon wieder das Problem von Virenscannern, die zum Beispiel nur auf Signaturbasis arbeiten und ohne Verhaltenserkennung. Gut, dann haben wir noch einen Data Breach bei Fast Booking. Da haben Hacker 124.000 Datensätze erbeutet von Hotelgästen und die haben da eine Lücke ausgenutzt und haben einen Trojaner, einen Remote Access Trojaner auf den Webserver eingeschleust und haben eben da dann die ganzen Daten exportieren können und bisher hat sich das Unternehmen noch nicht wirklich dazu geäußert. Ist auch eine ganz interessante Geschichte. Klingt auf jeden Fall aber so, ja. 125.000 Daten, das ist schon eine Hausnummer. Boah. Also da ist echt was abhanden gekommen. Mal gucken, was damit passiert. Ähnlich ist es auch bei Ticketmaster abgelaufen. Das ist so ein Online-Shop für Konzertkarten zum Beispiel. Und da haben eben Angreifer Zahlungsinformationen abgreifen können. Und das ist natürlich auch eine sehr unschöne Geschichte. Möchte man jetzt auch nicht unbedingt haben. Das BSI hat diesen Monat auch wieder mal gewarnt, wie es ja jeden Monat warnt, diesmal großflächig Energieversorger. Also Energieversorger stehen gerade wieder im Fokus für Angriffe und das ist halt sehr lukrativ. Also gerade ein Energieversorger, der bietet halt jede Menge Möglichkeiten, auch erpresst zu werden, wenn es darum geht, zum Beispiel eine Ransomware loszuschicken oder eben damit zu drohen, dass eben Energieversorgung abgeschaltet wird, wenn man sich in den entsprechenden Netzen befindet. Man muss allerdings dazu sagen, die Angriffe, die gehen alle Richtung Büro-IT. Also die ganze Netzleit-IT, die ist davon jetzt nicht so betroffen. Deswegen ist, denke ich mal, den Versorgungsunternehmen sehr gut geholfen, wenn die ihre Umgebungen wirklich
hermetisch voneinander abtrennen und absichern und abschotten. Problem ist allerdings, das hat man in einem, ich glaube, das war ein russisches Atomkraftwerk gesehen vor einem Jahr oder zwei Jahren. Ja, dass da halt einfach dann, du hast links den Rechner mit dem Kernkraftwerk und rechts hast du einen Bürorechner, wo E-Mails abgerufen werden. Ja, und dann wird halt der USB-Stick von Rechner A zu Rechner B geschoben. Super. Ist auch nicht gut. Deswegen, aber solche Energieversorger, das sind sowieso Kritisunternehmen, nennt sich das in Deutschland, und die müssen sich sowieso gesondert um IT-Sicherheit bemühen. Da gibt es mittlerweile auch Anforderungen zwecks BSI Richtung Zertifizierungen. Also die sind da mittlerweile auch ganz anders dabei und stellen sich da auch ganz anders auf, weil sonst kriegen sie nämlich richtig eine auf den Deckel. Und das ist aber auch gut, weil sonst hast du da echt ein Problem, wenn Energie, muss man überlegen, wenn so ein Hacker, ich meine, da gibt es natürlich auch zig Bücher, das weiß ich auch, zum Beispiel Blackout, ja, genau. Buchempfehlung, wo es eben darum geht, was eben alles passieren kann, wenn mal ein ganzes Land mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen ohne Strom ist. Und solche Horrorszenarien, die können halt entstehen, wenn eben solche Hackerangriffe erfolgreich sind. Und das wissen auch die Versorger hoffentlich, also die Großen wissen das, und die Kleinen, die müssen schon allein wegen Gesetzes wegen da handeln. Und da bin ich mal gespannt, wo sich das entwickelt, aber in Deutschland, klopfe auf Holz, naja, hört man nicht so, aber toi toi toi, gab es noch keine Fälle, wo irgendwas passiert ist. Das war meistens dann eher Richtung Ausland. Und die haben halt einfach noch keine so großen Standards, oder die sind noch nicht so standardisiert. Nicht alle Länder, aber viele Länder haben noch nicht so den Standard raus und wird noch nicht so kontrolliert, wie es eben aktuell in Deutschland ist. Und deswegen sind wir da noch relativ gut dabei. Das ist dann deutsche Bürokratie und Genauigkeit dann doch ganz gut. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoller als die DSGVO. Ja. Aber die brauchen wir nicht von Deutschland direkt. Richtig, das ist ja eine EU-Geschichte. Gut. Dann geht's weiter. Ich bin noch nicht fertig. Ach so. mit den ganzen Geschichten. Viel passiert. Es gibt noch ein paar. Ja, ja. Chinesische Hacker haben nämlich hochsensible Daten der US-Marine gestohlen. Das ist auch wieder geil. Und das waren eben auch Pläne für künftige Schiffsabwehrraketen für U-Boote. Also das war jetzt nicht so was Triviales. Und ja, da sieht man mal, dass auch die US-Marine scheinbar ein bisschen IT-Security-Probleme hat. Windows XP und so. Ja, gibt's bestimmt noch. Ja. Also, aber das waren jetzt nicht wieder wie in dem letzten Fall irgendwelche Soldaten, die eine Fitness-Tracking-App genutzt haben, oder? Nee, das war was anderes, ja. Aber genaue Details gibt's natürlich da leider nicht, aber das ist wahrscheinlich nicht eine Fitness-Tracking-App, weil sowas wäre wahrscheinlich relativ schnell in den Medien gewesen. Mhm. Was ich auch interessant finde, Stichwort Militär, das habe ich durch Zufall rausgefunden. Da hat mich ein Kollege nämlich draufgebracht, so ein Portal im Internet gibt es, wo eben so Vergabegeschichten geregelt werden. Also sprich, wenn öffentliche Einrichtungen oder auch staatliche Einrichtungen Sachen einkaufen, dann müssen die ja ausgeschrieben werden und so weiter und so fort. Und da hat er mich auf einen interessanten Beitrag gestoßen. Da ging es nämlich um Malware Protection und Security Beratung und Hardware für unsere Deutsche Bundeswehr. Und das kann man nämlich im Internet einsehen, welchen Virenschutz und welches Security-Unternehmen bei der Deutschen Bundeswehr mit drin ist. Ich möchte es nicht so spannend machen, es ist Symantec, aber das ist auch interessant, dass sowas öffentlich im Netz steht, ja. Ist eigentlich aus meiner Sicht auch ein kleines Security-Problem. Ja. Ich meine, es gibt diese Regelung, dass sowas ausgeschrieben werden muss und dass sowas angezeigt werden muss. Aber in dem Fall, in dem Fall ist es wirklich ein Risiko, ja. Weil Angreifer, gerade Symantec ist ja wirklich kein Unternehmen, das jetzt wirklich klein ist. Und in dem Fall könnte man halt wirklich Angriffe gezielt auf diese AV-Lösung oder was die auch alles einsetzen von denen, gezielt steuern, wenn man das eben weiß. Und das ist halt so eine Geschichte, das ist eigentlich nicht so toll. Und fand ich aber interessant, dass es so frei zugänglich im Internet steht. Wohl wahr, ja. Mal gucken, vielleicht gibt es dann auch den irgendwann mal IT-Security-Probleme bei der Bundeswehr. Schauen wir mal. Ja. Dann geht's weiter mit Android-Malware. Die hat nämlich Kryptogeld auf Fire-TV-Geräten geschürft. Mhm. Das ist natürlich auch super, wenn dann Fire-TV anfängt, irgendwie Bitcoins zu minen. Oder, na gut, Bitcoin ist nicht mehr aktuell, aber andere Währungen halt. Und du dann keine Videos mehr flüssig gucken kannst. So hat sich das nämlich auch bemerkbar gemacht bei den Leuten, die betroffen sind.
Und das waren so die ersten Anzeichen, dass eben diese Fire TV Box oder eben auch der Stick von der Malware betroffen ist. Das ist halt so ein Nachteil, sag ich mal. Ich finde die Teile echt gut, weil die Android haben. Du hast halt die Möglichkeit, schön Apps nachzuinstallieren und so weiter. Aber du hast halt auch das Problem, dass so ein vermutlich harmloses Gerät wie so ein Receiver für einen Fernseher eben auch infiziert werden kann und eben für solche Sachen missbraucht werden kann. Ich meine, theoretisch hätten die das Teil ja auch verwenden können, um einfach ein VPN in dein privates Netz aufzubauen und deine Rechner zu infizieren. Also schon mal weitergedacht, ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber das könnte man auch machen, wenn so ein Fire TV einfach in deinem WLAN hängt. Oh ja. Und ich habe da eine App drauf mit einer Malware, dann kann ich ja, da auch viel machen. Das wird heutzutage in Zukunft hier, Internet of Things, halt immer relevanter, sowas. Das ist halt, alles ist vernetzt. Ich meine, wenn später deine Mikrowelle mal irgendwie ein Virus hat oder. Ja, ne, genau. Du weißt ja nie. Also nachher läuft deine Kaffeemaschine, wenn du nicht da bist und die Bude fackelt ab, was weiß ich. Also ja, ganz blöd gesagt. Das ist auch der Grund, warum ich halt ganz gerne solche Sachen segmentiere. Mhm. Also ich meine, nennt mich paranoid, aber ich segmentiere auch bei mir zu Hause IoT-Devices von meinem normalen PC-Netz. Ich meine, wenn man VLAN-fähige Switcher hat, ist das alles kein Thema. aber ganz ehrlich, welcher Privatmann hat, wenn er nicht gerade ja, ITler ist und ein bisschen verrückt ist. Muss man ist, schon ein bisschen krank sein. Da muss man schon echt ein bisschen bescheuert und krank sein. Zum Masochismus des Netzwerkes. Genau, aber ich habe wirklich meine ganzen Sachen so ein bisschen segmentiert und ich finde es eigentlich auch ganz gut. Und das ist halt so, sowas kann halt nicht so schnell passieren, wenn ich das Ganze segmentiere, aber das löst natürlich nicht das Problem, dass jemand einen Krypto, eine Malware auf seinem Fire TV hat und kann keine Videos mehr gucken. Das Problem löst nicht, aber eben dieses Thema, ich habe ein infiziertes IoT-Device, das eben dann noch andere Geräte infizieren kann, sprich zum Beispiel mein Windows-PC, der ja, wenn man mal ehrlich ist, für mich noch das Wichtigste ist, was die Produktivität angeht. Und das kann ich eben damit verhindern, indem ich da Segmente habe und das dann über eine Firewall abschotte. Aber ich bleibe beim Thema, welcher Privatmann macht das bitte, außer er ist verrückt und ITler. Guck. Wird schwierig. Ja, hallo, ich fühle mich gerade angesprochen. Gut, dann geht es noch weiter. Wir sind gleich durch. Es sind nur noch drei Lücken. Es sind nur noch drei Themen. Einmal gab es dann noch eine WordPress-Schwachstelle. Die hat es eben Redakteuren ermöglicht, also wenn du Autorenrechte hast, über einen Exploit-Code beliebige Daten aus dem CMS einfach zu löschen. Und aktuell gibt es noch einen inoffiziellen Patch, aber es wird bald dann einen offiziellen Patch geben. Das heißt also, Leute, die eben WordPress benutzen, Augen offen halten, ist sowieso bei WordPress immer wichtig, die aktuellen Patches zu installieren. Ich glaube sogar, dass es mittlerweile, was Security-Patches angeht, passiert es bei WordPress mittlerweile automatisch. Da hat der Hersteller mittlerweile ein bisschen gelernt aus der Vergangenheit, weil WordPress halt wirklich sehr beliebt ist für Angriffe und liegt halt einfach auch an der Verbreitung. Das ist halt so das Windows unter den Content-Management-Systemen einfach. Ja, weil das halt so weit verbreitet ist. Das stimmt, ja. Und dann gab es noch eine Schwachstelle im Firefox und Tor-Browser. Also Tor benutzt ja für den Browser auch eben den Firefox. Und da Leute einfach Update installieren und dann ist die Sache gegessen. Betroffen ist allerdings auch die ESR-Version. Also wer diese Unternehmensversion für den Extended Support benutzt, der sollte dann auch updaten. Und zu guter Letzt auch noch eine interessante Lücke in der Cisco ASA Firewall Appliance mal wieder. Die ist so kritisch, der Exploit, dass man da wirklich sofort handeln sollte, weil sonst kann die ganze Firewall übernommen werden und das ist bei einer Firewall jetzt nicht so geil. Wie war das mit dem Firewall-Dump mal hochladen im Forum? Wir hatten es erst genau. In Folge 3 oder irgendwie also, sowas das drüber. Das ist sehr ungeil. Genau. Oh, im Großen und Ganzen waren es die Security-Fails, das hat auch nur eine Viertelstunde gedauert. Sehr und das waren nur die wichtigsten, also das war wirklich nur das, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir mal drüber reden und da sieht man halt mal, welche Brisanz das Ganze hat, also vielleicht wird es irgendwann mal sogar in einem extra Video outgesourced bei unserem Format hier, weil das einfach den Rahmen sprengt, diese ganze Geschichte, aber ich finde es immer wieder interessant, wo überall Probleme auftreten und was da so alles passiert in einem Monat allein und es wäre mal interessant zu sehen, aber da mache ich mir die Arbeit nicht, wie sich so das in den letzten Jahren entwickelt hat, zum Beispiel vor 10 Jahren, wie viel Security-Themen bei
Heise in einem Monat waren und wie viele Security-Themen jetzt in einem Monat sind. Das wäre mal interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich exorbitant gewachsen ist. Das also, stimmt. Dass es wirklich wahnsinnig gestiegen ist. Ja. Gut, gerade aktueller Security-Breach noch. Helene Fischer ist in der Olympiahalle. Wie ist die da reingekommen? Oh Gott. Ja, keine Ahnung. Mach die Fenster da zu, nicht, dass du noch was hörst. Die Stadtmauer für München nicht funktioniert. Kleiner Spaß am Rande. Ja. Pass auf, jetzt schreiben uns die ganzen 10-jährigen Helene Fischer-Fans, die unseren Podcast hören. Wie könnt ihr denn sowas? Mensch, die Helene. Das darf auch meine Oma nicht hören, weil die hört die auch gern. Also, ja. Neben den Amigos ist das so die Standardausstattung. Ja. Und den Flippers. Oh ja. Gut. Habe ich auch vorgeprägt. Dein Vater hört die auch ganz gern. Ja, weil so ist es halt bei alten Menschen. Gut. Vielleicht kommen wir auch in das Alter, gut. Aber ich bin mal echt gespannt. Ja, wahrscheinlich höre ich mit 80 auch noch irgendwie Metal oder so. Egal, kommen wir mal zu einem erfreulichen Thema, zu unserem Punkt 7, den endlich, du dann schon wieder hast. Endlich, das Siegel ist gebrochen, Apple will auf USB Typ C umsetzen. Endlich hört dieser Scheiß auf, ständig irgendwelche neuen Adapter, irgendwie 5 Kabel, wenn du von deinen Arbeitskollegen, Firmenhandy, iPhone, Privathandy, Android, dann schleppst du 2 Ladegeräte mit rum, dann sind die Kabel nicht kompatibel. Ich meine, Steffen, du kennst wahrscheinlich auch irgendwie, mit dem MacBook brauchst du ja auch wieder 5000 Adapter und Schiss. Beim MacBook ist es aber so, da sind sie ja schon auf USB-C. Ja, wow, immerhin. Und dadurch habe ich ja die Probleme gehabt, weil die halt keinen normalen USB-Anschluss mehr haben. Das heißt, wenn du einen Stick hast, brauchst du einen Adapter. Natürlich könnte man argumentieren, wir benutzen heutzutage noch Sticks in Zeiten von Cloud und so weiter. Aber das gibt's halt immer wieder. Und gerade wenn du halt im Unternehmensumfeld damit arbeiten willst, ist es halt wirklich Wahnsinn. Oder auch wenn du dein MacBook zum Beispiel als Systemadministrator, da kann man natürlich entgegnen, welcher normale Systemadministrator benutzt denn ein MacBook? Was? Aber sowas soll es geben. Ja, ich hatte neulich einen IT-Dienstleister im Haus, der sogar ein Netzwerk parametrisiert und so weiter. Und der hat auch ein MacBook benutzt, musste natürlich auch einen USB-C to Ethernet-Adapter verwenden, um sich ins Netz zu hängen. Das geht alles, wenn man nur möchte. Das ist halt Masochismus pur. Ich habe mittlerweile letztes Jahr im April habe ich mir mein MacBook gegönnt und ich bin also wirklich trotzdem zufrieden. Ich war früher wirklich übelster Apple-Hater aber mittlerweile finde ich es jetzt nicht mal so schlecht. Aber es ist halt einfach, man muss sich dran gewöhnen, man hat immer sein Mäppchen mit den Adaptern bei sich, wenn man mit dem MacBook verreist. Aber was halt wirklich geil ist, und da mache ich jeden normalen Notebook-Nutzer neidisch, ist einfach, ich bin unterwegs, ich habe eine fette Powerbank dabei und kann mit der Powerbank mein Notebook laden. Das ist halt schon geil, ja. Das ist halt wirklich ein geiles Feature, da ziehst du jeden mit ab. Das ist halt einfach eine Geschichte, die gefällt. Aber das geht auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel Sony hat einige Kameras mittlerweile im Portfolio, die du auch über USB laden kannst. Die neuen Sennheiser Funkmikros kannst du auch über USB laden. Also mittlerweile geht es schon eher in die Richtung. Ich finde es cool, weil du hast nur noch eine Powerbank, kannst damit jeden Scheiß laden, den du halt unterwegs so brauchst. Meine Smartwatch kann ich damit auch laden. Das ist halt wirklich cool und das macht halt dann Spaß. Ja. Ne? Aber wie gesagt, wurde Zeit, dass es eben beim iPhone jetzt auch endlich mal kommt. Auch beim iPad, weißt du das? Also bei der nächsten Generation der iOS-Geräte wird 2019 wahrscheinlich auf Typ C dann umgestellt. Also nice. Endlich. Ja. Haben sie es doch geschafft. Ich weiß ja noch, da waren immer die Diskussionen mit den einheitlichen Ladegeräten und so weiter, schon vor Jahren. Sie haben sich verpflichtet, glaube ich, bis spätestens 2021 das einzuführen, in der EU zumindest, ja. Was dann über den großen Teich passiert, ist mir jetzt erstmal Wumpe, aber immerhin, es geht vorwärts, ja. Richtig, also das ist wirklich ein gutes Zeichen und da freue ich mich schon drauf. Absolut. Endlich dann auf allen Geräten und dann kann man auch mal, wenn man freundlich ist, wie ich manchmal, dann kann man auch mal einen Apple-Jünger mal ein Ladegerät leihen, wenn sein iPhone leer ist und kann dann eben da helfen. Beim Raven, wunderbar. Der ICE bei 300. Ja, gut. Ja. Da wird die Verkabelung dann vielleicht doch einfacher. Einfach nur USB-Typ-C in Netzwerk-Switch reinstecken oder so oder direkt. Das ist also, wenn man ein bisschen schmunzeln möchte, guckt sich einfach mal auf dem Kurs auf YouTech-Kanal das Making-of von der Gamescom 2013 an.
da haben wir schon hart was aufgefahren im ICE an Verkabelung. Wenn der Netzwerkswitch auf dem Tisch liegt. Die Leute haben echt gedacht, wir sind bekloppt. Also man hat von Mitreisenden auch teilweise Kommentare gehört, so, was sind das für Leute oder so. Es war halt wirklich sehr speziell. Aber es waren halt eben auch drei ITler und ein Normaler, die da unterwegs waren. Und es war schon wirklich witzig, muss man wirklich sagen. Sehr speziell. Ich meine, dass die Sicherung nicht rausgehauen hat von den ICE-Steckdosen. Ich bin neulich mit dem Zug gefahren und da ist vor mir so ein China-Netzteil in die Luft gegangen. Es hat wirklich einen Knall gemacht und dann hat es so rausgeraucht und es hat so richtig versenkt gestunken im ICE. Und die vor mir, es war so eine Chinesin und die so, was ist da passiert? Und zieht es halt so raus, lässt es dann fallen, weil es war wirklich ultra heiß. Also die hat sich fast die Poten verbrannt an diesem Billignetzteil. Und ja, auf jeden Fall, der Schaffner hat auch nachgefragt, ob alles in Ordnung ist. Und dann hat sie halt nur ihr komisches Netzteil gezeigt. Und es sah halt von aus, also sie hat ein iPhone gehabt, aber hat halt so ein Billo-Ladegerät benutzt dafür. Ist halt auch geil, weißt du, leistest dir so ein teures neues iPhone für 1.300 Euro. Beim Adapter sparst du dann, ne? Dann beim Adapter, dann scheiß drauf, da wird das Billigste vom Billigsten gekauft. Ich kaufe einen Ferrari und ziehe die billigsten China-Schlappen drauf. Gell? So. Und ganz ehrlich, mittlerweile bei Netzteilen kann ich mit einer gewissen Arroganz sagen, da lohnt sich wirklich der Preis und da investiere ich auch ganz gern mal ein bisschen Geld. Auch bei Ladekabel. Ich habe mir jetzt so wirklich stabile Ladekabel USB Type-C gekauft, die auch so ein bisschen stabiler sind mit so einer Verflechtung außen. Du weißt, was ich meine. Mhm. So ein Nylon-Sleeve außen drum, ja. Genau, richtig, meine ich doch. Und sowas ist halt wirklich extrem cool und sowas hält halt auch was aus und sowas taugt halt auch was, ne? Und bei Ladegeräten habe ich mir von Anker auch so ein geiles Ladegerät gekauft. Das ist natürlich was, damit kannst du arbeiten und das überhitzt hoffentlich nicht so leicht, aber wenn du dir wirklich für 1 Euro so ein Netzteil schießt, erstens mal haben die oftmals wirklich nicht die Leistung, die angegeben ist und zum anderen ist und es halt auch gefährlich. Und dann brummen sie und summen sie auch noch rum, das kann ich halt gar nicht haben, da werde ich ja richtig aggressiv, also ich hatte einmal so ein Ladegerät, ich habe das Ding in die Ecke geknallt, das kannst du nicht mal eben geben, weil erstens weißt du nicht, was ist da dran und zweitens ist es einfach nur grausam, wenn es dann auch noch verschiedene Brummtöne hat, je nachdem, ob das Handy voll ist oder leer. Also, nein, danke. Ja, das muss man nicht unbedingt haben. Und ich habe halt dann immer noch so die Bedenken, weil ich lade halt auch Geräte, wenn ich halt schlafe zum Beispiel. Klar, mein Handy ist nachts immer am Aufladen. Wenn ich schlafe, dann tankt das Handy auch Energie. Und wenn ich dann so ein Billignetzteil habe und habe die Gefahr, dass irgendwann neben mir ein riesen Feuer ausbricht, das möchte ich nicht unbedingt haben. Da ist doch letztens so ein Business-Care, war das nicht in Asien sogar irgendwie draufgegangen? Der ist doch nachts das Handy irgendwie explodiert oder sowas. Ja, also das ist nicht lustig. Das ist echt nicht lustig. Ich habe auch keinen Bock drauf, irgendwie in einem anderen Raum das Handy aufzuladen oder irgendwie. Deswegen bin ich halt der Meinung, dann da lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen. Aber das kannst du halt, viele Leute, die mit Technik nichts zu tun haben, die denken halt, okay, ich gehe jetzt hier in so einen 1-Euro-Laden, ich sehe da hier ein Netzteil und da steht drauf, geeignet für iPhone und dann nehme ich das einfach und es ist ja wenigstens noch gut, wenn es in Deutschland gekauft wird, weil ich bilde mir ein, dass die 1-Euro-Läden ja auch gewisse Normen erfüllen müssen, auch wenn es 1-Euro-Artikel sind. Aber wenn dann Leute noch aus China irgendwie was bestellen auf diversen einschlägigen Portalen, wo du solche Netzteile im Cent-Bereich bekommst, dann wäre ich schon wirklich kritisch, weil die dann halt die CE-Norm nicht erfüllen und solche Geschichten, da kennen sich die Elektriker besser aus. Wobei CE-Norm also jetzt nur ganz kurz so mit eingeworfen, CE-Norm, wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn das Unternehmen genug Geld zahlt und einmal diese Lizenz hat, können sie das immer drauf stempeln. Also ich weiß das aus dem von Amateurfunkern, weil es gibt ja viele, kaufen sich ja diese billigen LEDs, Farbwechsel-LEDs aus auch einschlägigen China-Seiten. Die haben ein CE-Prüfsiegel drauf, das brauchen sie, um in die EU eingeführt zu werden, haben aber überhaupt gar keine Prüfung und diese Dinger stören die Funkbänder so ungemein, das ist fast schlimmer wie diese Powerline-Adapter. Nur mal so kurz nebenbei. Krass, okay. Also die CE-Norm ist eigentlich auch keine wirkliche, ich sag mal, Hilfe für den Verbraucher mehr, sondern das ist einfach nur noch wer hat genug Geld gezahlt? Hier ist der Stempel, da dürft ihr es drauf machen. Das ist interessant. Also schon allein für die Aussage hat es sich gelohnt, dass du heute mit dabei bist. Nee, das wusste ich echt nicht. Aber es gibt ja wirklich einige Sachen, die eben so zertifiziert werden, wo es halt wirklich um Kohle geht. Und das ist halt so ein bisschen schade. Ja. Gut, absolut. Schauen wir mal weiter, würde ich sagen.
du hast ja noch ein Thema mitgebracht. Bin ich schon wieder dran? Ah ja, stimmt, ja klar. Ja. Genau. Oh Gott, oh, bin ich schon wieder dran. Nein, und zwar gibt es einen kleinen Geburtstag. Yay. Und zwar 20 Jahre Gigabit Ethernet. Also vor 20 Jahren wurde der erste IEEE-Standard, also diese IEEE-Standard, für Vernetzung mit 1000 Megabit pro Sekunde über Glasfasern beziehungsweise auch Kupferkabel eingeführt. Überleg mal, das war 1998. Ja, genau. Jetzt müssen wir überlegen. Ich meine, inzwischen hat eigentlich jedes gute Gerät einen Gigabit-Port, also 1000 Mbit. Hoffmann. Dieses ganze Fast Ethernet ist inzwischen eh nicht mehr standardgemäß. Wir kommen denkt inzwischen. Man? Ja, sollte man denken. Stimmt. Es gibt ja immer noch viele Geräte. Zum Beispiel auch. Ultra viele. Ja, genau. Es gibt ultra viele, die halt nur Fast Ethernet haben. Und ich meine, in Zeiten von 4K-Video on Demand, Streaming und so einem Spaß. Gut, das sind meistens auch dann wirklich diese IoT-Devices, also so etwas ältere, zum Beispiel IP-Telefone oder so, da gibt es ja auch viele Sachen, die halt wirklich jahrzehntelang noch halten, also ich meine, da hat sich ja nicht so viel getan, klar, Hersteller von IP-Telefonielösungen wird mich jetzt schlagen, aber wenn man jetzt mal die klassische Telefonie sieht, da hat sich an so einem Hardware-IP-Telefon jetzt nicht so wirklich viel geändert. Die haben ein Farbdisplay bekommen, die haben vielleicht noch Android drauf bekommen oder irgendwie sowas oder vielleicht noch eine Kamera drin, aber so das grundsätzlich, da hat sich nicht viel geändert und wenn man sich mal so anguckt, das begegnet mir lustigerweise immer wieder in Unternehmen, diese HP, wollte ich schon sagen, diese Siemens Voice-over-IP-Telefone, die halt wirklich verbreitet sind wie die Pest in Deutschland. Ich weiß nicht warum, aber das ist wirklich ultra weit verbreitet, gerade im öffentlichen Sektor und die Dinger können halt fast nichts, sind uralt und scheiße teuer, so ein Ding kostet immer noch 200, 300 Euro, da kriegst du von großen Herstellern, die die IP-Telefone herstellen, kriegst du richtig geile Teile, so richtige Chef-Telefone mit mehreren Elementen und bla und was du halt alles haben willst, aber bei Siemens einfach eine Einzeile oder zwei Zeilen Display ohne Farbe und das Ganze dann für 300 Euro verkaufen mit Fast Ethernet, das ist schon wirklich eine Leistung, aber das ist halt Siemens, da zahlst du halt für den Namen und verwenden nebenbei auch noch so ein bisschen einen abgewandelten eigenen SIP-Standard, das heißt, das ist auch mit nichts kompatibel, das macht dann auch richtig Spaß. Also das gibt da noch wahnsinnig viele Sachen oder IP-Kameras oder so, so richtige IoT-Geschichten. Also da gibt es teilweise noch 10 Mbit-Geschichten. Ich habe im Unternehmen, habe ich noch so, kennst du ja vielleicht auch diese Stempeluhren, diese digitalen, wo du dann eben deinen Mitarbeiterausweis drauflegst zum Stempel. Mhm. Diese Teile werden teilweise noch mit 10 Mbit angeboten. Wahnsinn, oder? Und es gibt, und da gab es jetzt auch Probleme eben bei der Umsetzung, also Switching-Umgebungen. Wir wollten auf einen anderen Switch-Hersteller einfach migrieren und der unterstützt aber kein 10 Mbit mehr. Und dann wird es echt problematisch. Krass. Bei solchen Dingern. Ja. Die musst du halt dann austauschen. Und die Dinger sind sauteuer. Oder was wir auch noch hatten bei der Umstellung, bei der Migration, so Labelprinter, also so wirklich Etikettendrucker, die wirklich nur mit 10 Mbit angebunden werden können. Und jetzt kommt das Witzige, was haben wir jetzt gemacht? Wir binden die jetzt über das Voice-over-IP-Telefon an. Die Telefone haben doch hinten mehrere Ethernet-Buchsen. Genau, und du kannst da, früher hat man einen Rechner noch in Reihe geschalten. Mhm. Das ist scheiße, macht kein Mensch. Aber für einen Labelprinter reicht's. Das heißt, wir stecken einfach hinter das IP-Telefon den Labelprinter und das IP-Telefon ist mit 100 Mbit am Switch angebunden. Und das kann der neue Switch. Und so umgeht man halt dieses Problem einfach. Ja, aber sowas gibt's ja leider und ich meine, so ein Labelprinter, die lassen sich das echt gut bezahlen. Also wenn du einen normalen Hersteller haben willst und du willst einen netzwerkfähigen Labelprinter, da musst du mit 500 Euro steigst du da ein. Also das ist wirklich krass. Mhm. Und wenn dann Unternehmen so 30, 40 Stück am Laufen hat, die sie über all die Jahre angeschafft hat, dann kannst du nicht sagen, jo, von heute auf morgen, das tauschen wir mal stelle ich schnell, jetzt mal, die tauschen wir mal alle schnell. Der Geschäftsführer oder die Finanzabteilung, die springt dir mit einem nackten Hintern ins Gesicht. Also das macht keiner. Deswegen ist das halt immer so ein Thema. Aber das, ich finde es halt wirklich krass, Gigabit Ethernet, dass es wirklich so alt schon ist, ne? Ja, jetzt mal so kurzer Ausblick dazu. Also ganz kurz einmal, wir können ja vielleicht Bilder einblenden. Gerade hier auch ein schönes Bild von einem Gigabit-Switch von 1998, Black Diamond von Extreme Networks. Da waren damals pro optischem Gigabit-Port, also pro Port, $2,200 fällig.
Das Witzige ist ja, wir stellen nämlich jetzt auf Extreme Networks um. Aha, von HP auf Extreme. Ja, Extreme ist wirklich ein Hersteller, den hat man jetzt als Privatkunde oder als Privatnutzer überhaupt nicht auf dem Schirm. Die meisten kennen vielleicht noch Cisco und vielleicht auch noch gerade so HP als Switch-Hersteller. Die meisten kennen dann Netgear oder eine TP-Link oder so. Aber Extreme ist halt wirklich so. Ja, es ist schon ein guter Hersteller, die kosten auch ein bisschen mehr, also da bist du bei einem Switch locker mal so bei 2.000, 3.000 Euro dabei, aber es ist halt auch wirklich Qualität und du kannst sehr viel damit machen. Ja. Kleiner Fun-Fact noch am Rande, Extreme war auch einer der ersten Hersteller, die so ein Network Access Control rausgebracht haben, damals noch InteraSys, die gehören mittlerweile zusammen. Was ist sowas, so ein Network Access Control, dass du anhand von MAC-Adressen oder jetzt 802.1x eben Rechner an den Switchen authentifizieren kannst. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein Einbrecher in ein Rechenzentrum geht oder in ein Bürogebäude und steckt sich mit seinem Laptop an, kommt er nicht ins Netzwerk, weil der Switch sagt, hey, ich kenne deine Mac nicht. Oder hey, ich kenne deinen Active Directory Benutzer und dein Zertifikat nicht. Das wäre die bessere halt Variante. Das ist echt gut, was da die Security angeht, ja. Genau, weil MAC-Adressen kannst du halt eben fälschen. Und jetzt eben der neueste Standard ist halt eben 802.1x und man macht MAC-Adress-Authentifizierung auch noch obendrauf. Das ist dann halt eben noch besser eigentlich. Und das konnte eben Extreme oder InteraSys damals relativ schnell oder als einer der ersten Hersteller. Und deswegen finde ich krass, dass die da auch mit drin waren oder da mit dabei waren. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nur kurzer Ausblick und dann wäre eigentlich da schon auch wieder fertig. Und zwar jetzt mal so auf die Zukunft gesehen. Ich meine, das 10 Gigabit hat jetzt noch nicht so in den Privathaushalt Einzug gehalten. Das ist aber inzwischen auch eigentlich locker möglich. Aber es ist halt auch unrentabel und teuer. Ne, und auch mal ganz ehrlich, wofür brauchst du es denn? Klar. Also wenn jetzt der Leidensdruck da wäre, dass man sagt, ich brauche das unbedingt, aber der Leidensdruck ist ja teilweise nicht mal im Unternehmen. Oder hast du im Unternehmen Rechner, die mit 10 Gigabit klar, normale Workstation? Nee, also ich sehe jetzt, ich denke, es wird in Zukunft dann relevanter. Ich meine, inzwischen Daten werden immer größer, Datenpakete und wie gesagt, inzwischen sind ja auch schon seit einigen Jahren irgendwie 40 Gigabit oder 100 Gigabit, teilweise sogar 400 Gigabit über Lichtwellenleiter möglich. Und schau mal, wo die Reise hingeht. Also wie gesagt, Happy Birthday, Gigabit Ethernet, IEEE-Standard und mal schauen, wo wir in 20 Jahren stehen. Genau, gerade im Serverbereich noch ganz kurz zu dem Thema, ist es ja so, dass ich da auch keinen Server mehr mit 1 Gigabit mehr anbinden möchte. Nee. Also gerade jetzt in Sachen Virtualisierung heutzutage, wo du halt sehr viele virtuelle Maschinen auf einem physikalischen Blech hast und dann halt eben auch mehrere VLANs getrunkt dorthin bringst, da verwendest du keinen 1 Gigabit mehr als Uplink oder so. Oder bei einem File-Server, also das ist schon ein bisschen lebensmüde, bei einem File-Server mit 1G reinzugehen. Das ist mutig, Da hast du dann relativ schnell, hast du dann irgendwelche Grenzen. Aber wie gesagt, das ist halt eben die moderne Technik und jetzt mit Hyperkonvergenz eben hyperkonvergenten Systemen und vSAN und wie das Ganze alles heißt, Nutanix, da gehst du halt mit 40 Gigabit und mehr halt auf die Maschinen oder eben zwischen den Maschinen und das wird die Zukunft sein. Ja. Naja, aber die Zukunft, wir wissen ja, Kupfer ist ein Medium, das irgendwann an seine Grenzen gerät. Die Zukunft ist halt einfach nur mal Glasfaser. Ist halt genau. So. Gut. Weiter geht's. Du hattest das Thema Yahoo Messenger. Genau, ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass der Yahoo Messenger jetzt am 17. Juli eingestellt wird. Und ich habe eigentlich schon gedacht, ehrlich gesagt, dass es den überhaupt nicht mehr gibt. Ich war echt überrascht. Und wenn man auch mal ehrlich ist, den braucht auch keiner mehr. Also ich kenne niemanden mehr, der sagt, pass mal auf, lass uns dann mal über Yahoo schreiben oder über ICQ. Ja, nachdem die damals auch diesen riesen Datenleak hatten, ist das, glaube ich, auch ganz schön den Bach runtergegangen. Ja, die haben ja auch so ein bisschen den Trend verpennt. Ja, also wenn man überlegt, ICQ oder so, die sind halt nicht so auf diese Mobile-Sparte so mitgekommen und so weiter. Und ich weiß gar nicht, das letzte Mal, wo ich wirklich aktiv ICQ genutzt habe, das war irgendwie 2009, 2010 vielleicht. Also vor 10 Jahren. Naja, kommt also, hin, ja.
Das kommt vielleicht hin, aber dann war das auch kein Thema mehr. Dann kam ja Facebook auf, dann hast du mit den Leuten auf Facebook gechattet. Dann gab es ja damals noch solche Sachen wie SchülerVZ oder dann eben auch Skype, ganz klar. Skype hat sich gehalten. Die Frage ist nur, hätte sich Skype gehalten, wenn Microsoft nicht gewesen wäre? Wer weiß, aber Skype hat sich auf jeden Fall gehalten. Aber von Yahoo redet kein Mensch mehr und von ICQ auch nicht. Deswegen ist es halt weg. Falls ihr das noch nutzt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde es auf jeden Fall übel feiern, wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, mein Yahoo ist jetzt weg, scheiße, was mache ich denn da? Aber dann gibt es genügend Alternativen. Und vor allem, dann kam ja dann eben WhatsApp oder so, ganz ehrlich. Ja. Also WhatsApp ist sowieso der Killer jeglicher, über die Security brauchen wir jetzt mal nicht reden, aber ist der Killer jeglicher Messaging-Applikation gewesen oder ist es auch immer noch? Deswegen mal gucken, was passiert. Ich traue dem nicht nach. Also. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Das wäre jetzt mal so ein bisschen was, da wollte ich mal meine Meinung rauslassen. Da ging es jetzt um das EU-Parlament und Kaspersky Lab ist böswillig, war so die Aussage. Fand ich so ein bisschen daneben, erkläre ich vielleicht gleich mal so ein bisschen. Also erstens mal ging es darum, dass eben das EU-Parlament den russischen Antivirenhersteller Kaspersky, ich gehe mal davon aus, die meisten kennen Kaspersky, in einen Berichtsentwurf als böswillig eingestuft haben und die warnen auch explizit vor der Einsetzung von Kaspersky. Und da gehen halt die Vorwürfe, die gehen ja, sind ja schon seit längerem im Raum, sei es jetzt von den Amerikanern oder sei es auch so ein bisschen von der EU, war ja immer so der Vorwurf im Raum, dass sie eben mit russischen Geheimdiensten zusammenarbeiten und dass das alles gefährlich ist und dass man Kaspersky nicht mehr benutzen soll. Gerade auch jetzt in der Trump-Regierung war das ein Thema, aber ich meine auch schon bei Barack Obama war das damals schon ein Thema, dass man eben gesagt hat, man möchte Kaspersky nicht mehr in Behörden benutzen, in amerikanischen Behörden. Und das Ding ist allerdings, was viele Leute so ein bisschen verkennen an der ganzen Geschichte, die Amis, die sind da nicht viel besser. Die haben zum Beispiel eine Verpflichtung für US-Hersteller, wir erinnern uns mal an das Thema Bundeswehr und Symantec, nur mal ganz kurz am Rande, haben eine Verpflichtung für jegliche Softwarehersteller Backdoors einzubauen, für die amerikanischen Geheimdienste. National Security Letter, Stichwort hier, Verschlüsselung, TrueCrypt und so. Genau, das ist das Stichwort. Und da haben die eine Verpflichtung dafür. Und der kommen sie natürlich auch nach. Und wenn sie das nicht machen, machen sie sich sehr unbeliebt. Jetzt, wenn man das mal projiziert auf die Unternehmen, die in den USA sehr bekannt sind und auch Antivirus machen, sprich Symantec, McAfee zum Beispiel. Ich wusste es. Dann, ne, ja, man muss es einfach mal ansprechen. Dann finde ich das auch ein bisschen spannend, dass halt hier mal wieder gesagt wird, ja, die Amis, das ist ja nicht schlimm, aber die Russen, guck mal die Russen an. Und dann muss ich mal wirklich, ich bei weitem, ich finde Kaspersky jetzt nicht in allen Bereichen gut, aber ein was muss man denen lassen und das ist einfach die Erkennungsrate. Die arbeiten schon seit Jahren mit jeglichen Ermittlungsbehörden zusammen, wenn es darum geht, Cyberkriminalität zu bekämpfen. Und in Deutschland ist Kaspersky auch sehr daran bemüht, eben in Zusammenarbeit mit den Behörden sowas zu bekämpfen. Und im Endeffekt, sag ich mal, es geht dem Anwender darum, sein System zu schützen und das macht Kaspersky sehr effektiv. Und es gibt keine Fakten dafür. Es gibt keine Beweise dafür, dass die eben mit den Geheimdiensten zusammenarbeiten und dass da Daten abgezogen werden von den Systemen. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Das sind alles Mutmaßungen und deswegen finde ich das so ein bisschen ungerecht. Und bei den Amis ist es schwarz auf weiß, dass die miteinander kooperieren müssen, diese Hersteller von diesen Lösungen. Und wenn man mal guckt, ich meine, ich sehe ja öfters mal was, ich darf halt nicht so drüber reden, aber ich sehe ja öfters mal, welche großen Unternehmen welche Virenschutzlösungen einsetzen, dann ist es schon sehr entlarvend. Und da sind halt auch sehr viele AMI-Applikationen drin, bei der Bundeswehr ist es öffentlich, da können wir jetzt drüber reden, da steht im Internet öffentlich für jeden zugänglich, dass die AMIs, die Amis genau mit ihrer AV-Lösung bei unserer Bundeswehr drin sitzen und die schützen. Und es ist echt irre, wenn man überlegt, dass dann jetzt eben diskutiert wird, Kaspersky da nirgendwo mehr zuzulassen. Wenn man aber im Gegenzug Symantec in der Bundeswehr hat, dann ist es schon ein bisschen Doppelmoral, das ist Wahnsinn.
Und ich sag mal so, beim Bundestag weiß ich es noch nicht genau, aber da war auch die Aussage von G-Data, das ist auch öffentlich, dass es kein deutscher Hersteller ist, der im Bundestag die Bundesrechner schützt. Und die Vermutung liegt nahe, dass es eben auch Symantec ist oder vielleicht sogar McAfee, wer weiß. Und das ist so eine Geschichte, muss ich ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen sehr kritisch. Da kann jeder drüber denken, was er will. Vielleicht schreibt mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Aber ich finde es so ein bisschen, ja, einseitig gedacht. Und wenn man da natürlich, das ist wieder so Mühlen auf Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker, die halt dann gleich wieder sagen, ja, guck mal, wenn es Russland, Russen sind, dann sind es wieder die Bösen. Die Amis ist okay, die können machen, was sie wollen. Und das ist halt wieder Wasser auf diese Mühlen. Und dann braucht man nicht drüber zu diskutieren. Dann geht das Ganze wieder los. Ne? Ja, gut. Vollkommen, stehe ich vollkommen bei dir, also. Das ja, ist, aber das ist halt so ein Thema. Diese Pauschalisierung einfach, also das ist einfach wieder Wahnsinn. Genau, und das sind die Bösen, da guck mal die Bösen in Russland an und das ist einfach, da macht man sich's wirklich zu einfach und ja, es gibt halt Hersteller, die klipp und klar sagen, da, zum Beispiel G-Data, das, die sagen das klipp und klar, wir arbeiten mit keinen Geheimdiensten zusammen, das ist vielleicht auch der Grund, warum sie im Bundestag nicht eingesetzt werden. Aber es gibt, also G-Data ist nicht das einzige Unternehmen, Sophos wusste ich zum Beispiel gar nicht, weil die damit nicht werben, aber Sophos hat uns auf der ITSA, sogar im Interview, könnt ihr auch auf unserem Channel nachgucken, zugesichert, es gibt eine Vereinbarung, wo es eben darum geht, dass eben keine Backdoors für Geheimdienste eingerichtet werden, die aber wiederum genauso, also wie G-Data oder auch wie eine Kaspersky mit Behörden zusammenarbeiten. Also wenn es jetzt wirklich um Cyberkriminalität geht, dann werden die natürlich auch Informationen an die Behörden weitergeben. Und das ist ja auch ihre Pflicht, wenn die irgendwo Straftaten sehen, die bewegen sich ja auch im Darknet zum Beispiel und in diversen Untergrundforen und haben viel auch mit Malware-Entwicklern zu tun und so weiter. Und wenn die da irgendwelche Erkenntnisse haben, werden die natürlich die auch an die entsprechenden Behörden weiterleiten, damit die dann eben Ermittlungsverfahren einleiten. Das ist ja eine logische Konsequenz. Aber die werden garantiert nicht hergehen und irgendwelche Word-Dokumente von eurem Rechner runtersaugen und die dann verarbeiten. Und gut, aber das ist wieder so eine andere Geschichte. Ja. Gut, dann kommen wir nochmal zu einem Thema, das du dir angeschaut hast und dann sind wir schon fast beim Ende. Genau, ja, ich habe es, wie gesagt, auch noch so am Rande mitbekommen und zwar Android Messages Web nennt sich das Ganze, SMS im Browser empfangen und verschicken quasi. Also es gibt eine, von Google natürlich wieder einen Dienst, das heißt natürlich von Google einen Webdienst und damit können Nutzer ihr Smartphone quasi im Browser verbinden und über das Internet dann SMS versenden und empfangen. Das Ganze funktioniert wohl per Einrichtung mit einem QR-Code, also so ähnlich irgendwie wie bei WhatsApp Web oder Threema Web oder so. Ja. Und ja, dementsprechend hat man dann die Möglichkeit, über den Browser direkt SMS zu verschicken. Das Ganze wenn soll... Wenn jemand noch SMS genau, wollte ich gerade sagen, wenn das noch jemand nutzt, ja. Es soll wohl auch RCS-Nachrichten durch unterstützen, also quasi auch darüber Bilder, Videos und Zusatzinhalte, also weiß ich nicht, GIFs oder sowas halt. Das Problem ist, dass diese RCS-Nachrichten einfach noch nicht sehr verbreitet sind. Ich glaube ja zu meinen, dass ich es bei meinem Mobilfunktarif mittendrin habe und nutzen kann, aber es ist noch so... Macht halt keiner. Ja, ich habe es gleich mal ausprobiert mit meiner Freundin irgendwie mal so hin und her geschickt, aber ja, keine Ahnung. Wenn es halt nicht benutzt wird, mal gucken, wie lange das durchhält. Wo ich es sehr nützlich finde, das ist zum Beispiel bei Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja, das stimmt. Dass man dann eben diese Pins oder TANs dann eben halt über den PC auch empfangen kann. Was ich saupraktisch finde, das hat zwar jetzt nichts mit der App zu tun, aber ich habe ja jetzt mir vor ein paar Monaten, habe ich dir noch gar nicht erzählt, eine Samsung Gear 3 gegönnt als Smartwatch und da kriege ich dann ja auch die SMS auf der Smartwatch und das ist ganz praktisch, ich mache Online-Banking, mein Handy ist in der Ladeschale irgendwo an oder am Ladegerät liegt woanders im Raum, aber die Smartwatch ist noch verbunden, das heißt, ich kriege den TAN dann auf die Uhr und kann dann trotzdem mein Online-Banking machen. Sau praktisch, finde ich. Ja. Nur mal so eine Anmerkung und dafür könnte ich mir das vorstellen, aber wirklich so produktiv, es gibt vielleicht wirklich noch Leute, die SMS schicken, aber was die Sache halt ein bisschen unsexy macht, aber das ist halt der Sicherheit geschuldet, dass du das mit dem QR-Code einscannen musst. Das ist halt wieder nicht so toll. Das stimmt. Aber da möchte man es natürlich auch den Usern wieder irgendwie möglichst angenehm gestalten, Stichwort User-Design schätze ich mal, weil weißt du, nicht jeder ist so wie wir so, dass wir sagen, hey, auch wenn es 3000 Mal klicken heißt, es geht um die Security. Ja,
Du weißt, ja, wie die meisten genau. User wollen es einfach und schnell und dementsprechend leicht halt die aber Sicherheit. Der QR-Code, genau, der QR-Code ist aber trotzdem eine sichere Lösung, wenn man sich anguckt, das macht der Streamer auch so oder ja, klar, WhatsApp. Absolut. Der verifiziert ja relativ viel und so viel Daten, wie du über einen QR-Code abgleichen kannst, das musst du erstmal als Passwort eingeben alles. Ne? Das ist das halt stimmt, wieder der ja. andere Punkt und irgendwann läuft ja dieser QR-Code wahrscheinlich auch aus, wo du ihn dann wieder aktualisieren musst und das ist ja dann auch so ein bisschen Security-Feature, ja. deswegen finde ich das Ganze wirklich nicht schlecht. Gut, ja. Dann hätten wir das auch geklärt. Dann sind wir schon fast am Ende. Eine Sache möchte ich noch anmerken und da muss ich erstmal unseren Juristen fragen, ob ich da jetzt eigentlich Werbung einblenden muss oder Produktplatzierung. Wir kriegen dafür kein Geld, aber ich möchte es einfach mal erwähnen, weil wir da ein bisschen mit Teil an der ganzen Geschichte das waren. Aus eigenem Antrieb quasi. Ja. Genau, also Kurs O4U hat das Projekt mit unterstützt. Konkret geht es um ein Studio in Hamburg. Manche Zuschauer werden es bestimmt schon kennen. Massengeschmack, um genau zu sein, Alsterfilm. Und die haben einen Kinofilm gedreht. Und der Kinofilm, der ist schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr gedreht worden. Letztes Jahr war die Filmpremiere und das Ganze hat sich eben über Crowdfunding finanziert. Kurs O4U hat den Film, die Produktion und den Film einfach mit unterstützt. Deswegen war ich auch auf der Filmpremiere schon gewesen. Also ich habe den Film schon vorher gesehen, konnte natürlich davon jetzt noch nicht so erzählen. Das war natürlich auch nicht gewollt, dass man drüber erzählt hat. Was ist das denn für ein Kinofilm? Der Kinofilm heißt Das Studio und die Flüchtlinge. Alsterfilm, das ist ein Webportal oder Massengeschmack, da laufen Magazine jeglicher Art, mittlerweile glaube ich 15 Stück oder so. Die einen kommen wöchentlich, die anderen zwei wöchentlich, die anderen monatlich. Zum Teil aus dem Bereich Unterhaltung, Musik, Filme, Serien, Internet, Fernsehkritik. Das bekannteste Format ist Fernsehkritik TV, aber auch eben aus dem Bereich der Literatur und Zeitschriften. Und die haben eine Comedy-Serie, die nennt sich Das Studio. Das ist sowas wie Stromberg, kann man sich das vorstellen. Und da gibt es jetzt schon über 200 Folgen. Die gehen halt alle so 10, 15 Minuten, also durchaus webfähig und internetfähig. Und dieser Kinofilm setzt eben da an. Und der Kinofilm heißt Das Studio und die Flüchtlinge. Das heißt, da geht es konkret darum, dass eben in dieses Studio werden Flüchtlinge aufgenommen, weil eben Kameraequipment geklaut wird. Das Studio hat also kein Geld. So, und das war dann der Film, ist während dieser ganzen Flüchtlingskrise entstanden. Und dann kam halt das Studio auf die Idee, Mensch, lass uns doch ein paar Flüchtlinge aufnehmen, um eben wieder Geld in die Kassen zu bekommen. Und wie man sich denken kann, ist es natürlich nicht so einfach und mit so ein paar Sachen verbunden. Zum einen natürlich menschlicher Natur, aber natürlich auch dadurch, dass das damals so in den Medien war, wurde es natürlich nicht von allen Leuten gern gesehen. Das heißt, es gibt dann auch rechte Gruppierungen, die es dann im Studio schwierig machen. Also gab es regelrechte Tumulte vor dem Studio, die sich eben gegen diese Flüchtlinge richten. Und dann gibt es natürlich auch die kulturellen und sprachlichen Barrieren, die es zu überwinden gilt. Und das macht das Ganze eben sehr witzig. Also es ist eine Komödie eigentlich mit sehr viel schwarzen Humor. Und was das Ganze so besonders macht, ist eben auch, dass da echte Flüchtlinge mitspielen. Also es sind wirklich echte Flüchtlinge. Holger, der Geschäftsführer und auch der Regisseur und Drehbuchautor von dem Ganzen, der hat durch einen Zufall wirklich, hat er einen afghanischen Flüchtling, der eben Regisseur ist, kennengelernt. Der wollte bei ihm im Studio einen Kurzfilm drehen und der hat ihm eben den Kontakt zu echten Flüchtlingen ermöglicht, die teilweise auch wirklich einen Background haben aus dem Theaterbereich oder eben auch schauspielerische Erfahrung haben, manche auch nicht, aber das ist auch nicht so wichtig, weil ich finde, die haben ihre Rolle wirklich super gespielt und dabei ist eben dieser Film entstanden und wie gesagt, das Ganze ist über Crowdfunding entstanden, den Film kann man sich mittlerweile downloaden, also streamen für schlankes Geld und kann auch eine Blu-ray oder DVD erwerben und ich kann nur sagen, das ist natürlich keine Hochglanzproduktion, aber wenn man überlegt, mit wie viel Geld das Ganze entstanden ist, nämlich mit unter 20.000 Euro und sehr viel Ehrenamt und sehr viel Herzblut, was da reingesteckt wurde, also viele Leute, die da jetzt hinter der Kamera agiert haben oder im Hintergrund organisiert haben oder auch wenn man allein nur den Übersetzer oder so nimmt, haben dafür kein Geld genommen. Die haben das alles in ihrer Freizeit gemacht und da ist echt eine super Sache entstanden. Und das sind auch
zum größten Teil wirklich Laiendarsteller, also keine richtigen Schauspieler, natürlich nicht bei dem Geld utopisch sowas zu machen, aber die haben sich richtig viel Mühe gegeben und haben auch in vielen Sachen, also Making-of wird das dann auch gesagt, wurden halt wirklich 10, 20 Takes gedreht, bis man dann gesagt hat, okay, jetzt sind wir zufrieden, jetzt passt das wirklich alles. Und es wurde auch teures Kamera-Equipment verwendet, also wirklich nicht wie im Stromberg-Style, sondern wirklich ein richtiges Kinoformat gedreht und auch im Kino-Look gedreht, das Ganze. Und schon allein die Drohnenaufnahmen am Anfang über Hamburg sind wirklich sehenswert. Also deswegen, wenn euch das interessiert, guckt euch den Trailer an. Den werden wir jetzt am Ende dann auch gleich nochmal einblenden. Für alle, die die Videoversion vom Podcast angucken, die können sich den Trailer dann auch nochmal angucken. Und ansonsten, wie gesagt, finde ich das sehr unterstützenswert. Wir kriegen da kein Geld dafür, aber wie gesagt, dadurch, dass wir eben involviert waren und ich gemerkt habe, wie viel Herzblut da drin steckt und mir der Film auch wirklich gut gefallen hat, denke ich, muss ich das hier mal erwähnen. Und ich meine, es ist kein Geheimnis bei den meisten Zuschauern. Wir haben auch einige durch Massengeschmack bekommen, weil ich ja da auch schon in der Sendung war und auch schon Gastbeiträge produziert habe für das Portal. Dadurch wissen die meisten ja, dass wir eben Verbindungen Richtung Massengeschmack und Alsterfilm haben. Und genau, deswegen kurze Erwähnung, die auch schon wieder 10 Minuten ging oder so. Aber ich wollte es einfach mal loswerden, weil sowas halt wirklich unterstützenswert ist, gerade wenn wirklich jemand so ein Risiko auf sich nimmt. Und ich kenne es ja auch von unserer Seite hier, wie jetzt das geheime Geheimprojekt für nächstes Jahr zum Beispiel oder für die nächsten Jahre. Da hat man so eine Idee und denkt, oh, können wir das überhaupt machen und werden wir das überhaupt machen? Und dann, vielleicht macht man es dann trotzdem, vielleicht macht man es nicht. Aber es gab schon bei uns auch einige Sachen, wo ich gesagt habe, naja, es wäre ganz nice, sowas zu machen. Aber wir werden es eh nie erreichen und dann 5 Jahre später, dann haben wir es erreicht und das sind eben so Sachen und das finde ich einfach toll und unterstützenswert und ja. Wie gesagt, guckt euch einfach mal den Trailer an, der kommt gleich nach der Verabschiedung und die kommt nämlich jetzt. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Wir haben diesmal sogar weniger als letztes Mal geschafft. David, ich bin begeistert. Wahnsinn. Bei 1:30 sind wir. Also diesmal nicht meckern. Wir haben keine 2 Stunden gelabert. Und ich hoffe, es war diesmal wirklich interessanter als beim letzten Mal. Und wie gesagt, Feedback ist übelst erwünscht. Da freuen wir uns richtig drüber. Und ja, liked uns auf Facebook, spammt unser Social Media, auf Twitter sind wir auch, Instagram könnt ihr gucken. Wir beide haben auch noch einen privaten Instagram-Account, wenn euch das interessiert, was wir so treiben, stimmt, könnt ihr auch followen. ja, nur so als Hinweis vielleicht mal, ihr könnt von unserem ganzen Team die Social Media spammen und gucken, sind auf unserer Teamseite, auf der Internetseite verlinkt, falls ihr das sucht. Wie gesagt, QSO4U hat auch einen offiziellen Instagram. Instagram ist ja jetzt so in oder war die ganze Zeit schon so ein bisschen in. Da sind wir auch mal mitgegangen und da gibt es dann auch manchmal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Und ansonsten Facebook, keine schlechte Idee. YouTube sowieso nicht. Abonnieren, Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Oder eben auch nach unten. Aber schreibt, wenn ihr ihn nach unten drückt, bitte auch eine Bewertung oder eben eine seriöse Kritik in die Kommentare, dass wir auch damit was anfangen können und dann auch an uns arbeiten können, weil das ist ja eigentlich der Hintergrund, warum wir euch zum Kommentieren aufrufen, dass wir uns auch verbessern können. Und über Lob freuen wir uns sowieso. Absolut. Gut. Wunderbar. Ich würde sagen, damit wäre der Tech-Talk für heute fertig. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Steffen, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten von unserer Mal. Seite dann einen schönen Tag noch. Genau. Oder schönen Abend. Schönes genau. Wochenende. Servus. Servus. Ja, das ist unser Studio 1 hier. Ja, sehr interessant. Und könnte ich jetzt die Schlafräume für die Flüchtlinge sehen? Wie, das ist der Schlafraum? Das hier? Also, die Situation ist nun folgende. Um den Betrieb unseres Studios zu sichern, werden wir es vorübergehend als Unterkunft für 4 Flüchtlinge aus Afghanistan zur Verfügung stellen. واقعاً همینجاست؟ حالا مهم نیست، بلا در پسش. ما نفهمیدیم شما چی گفتین. Was sagt er? Ich spreche kein Afghanisch. Sag mal, Schwartenmagen, Schweinebacke, Kassler, bist du bescheuert? Ich hab Frühstück mitgebracht. Frühstück. چای صبحم خوب میچسبه. حالا چای صبحم خواد دیدی. Hauptsache für Flüchtlinge ist Geld da. Du hast gesagt, die klauen alle. Ich hab gesagt, Polacken klauen alle. Von mir lassen sie ja eh die Finger. Sind ja Moslems. Gott sei Dank.
ایزم بسیار مقبول است. او که مرده. کی؟ او کجاست داده است؟ کی کدام؟ Findest du mich denn auch ein wenig süß? Nein, ich glaube, Trümmerlandschaften hat er genug gesehen. Ja, es tut mir leid, letzten Tage waren leider sehr chaotisch. Das ganze Land versinkt im Chaos. Aber dafür sind jetzt wir da. Hagebutt, das steht für Hamburger gegen Burkas und Terroristen. Sollen sie doch auf uns losgehen und ihre Unterkünfte anzünden? Sollen sie unsere Stände zerstören und Plakate beschmieren? Das bringt uns nur mehr Zulauf und Auftrieb. Ausländer raus! Ausländer raus! Alter, wo kommt denn der Pöbel plötzlich her? Jetzt wird er auch noch frech! Sprich mal Deutsch, du Arschloch! Abschieben den Ziegenficker! Wir kriegen ja auch gerne Luftballons. Wollen Sie vielleicht auch einmal am Glücksrad drehen? Nee, danke. Okay, tschüss, schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Hallo. Darf ich auch mal drehen? Nee, ist kaputt.